Disclaimer. Liebe ZuschauerInnen, dies ist eine inoffizielle Fanmade Pen and Paper Rollenspielrunde. Alle Beteiligten sind Laien und keine SchauspielerInnen. Die Geschichte wird fiktiv und absolut spontan, ohne festes Skript gespielt. Die Runde wird so gespielt, wie die SpielerInnen es gerne mögen. Diese Art, das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben, kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zu Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv, nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen, aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank und nun viel Spaß mit der Runde. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Panel Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder weiter mit der Splitterdämmerung und dem Abenteuer Träume von Tod. Und heute mit dabei unsere illustre Runde. Wie immer, alle sind gesund ins neue Jahr hinübergerutscht. Ich hoffe, ihr seid da draußen auch alle ganz toll und super und gesund und mit viel Hoffnung und Glück in das neue Jahr hineingepurzelt. Schön, dass ihr alle dabei seid. Genauso wie der Ossi, der spielt heute Mastanio, den, was hat er geschrieben heute über den Tag im Discord? Jähzornigen Weißmagier. Preis zum Gruße. Dann haben wir dabei den Marot, der spielt Jandrik, den Golgariten. Was Neues wünsche ich euch. Dann haben wir noch dabei den Kakko, der spielt Osko, den Perreine-Novizen. Perreine zum Gruße. Dann haben wir Elanor, die spielt Elena, die Amazone. Andra zum Gruße. Und last but not least haben wir Sierra, die spielt Mora, die Schmugglerin. Hallo zusammen. So, und damit ich das jetzt gleich nicht vergesse, drücke ich am besten jetzt schon mal auf die Aufnahme extra. Hier wird ja tausendfach abgesichert alles. Das funktioniert, ne?
Recording in progress. Guckt mal. Schön. So, ja, wir spielen die Splitterdämmerung. Also das ist ja ein loser Abenteuerzyklus für die, die es nicht kennen. Und daraus haben wir uns die Träume von Tod ausgesucht. Wenn ihr die ersten Folgen verpasst habt, gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr die nachholen könnt. Entweder ihr schaut das auf YouTube nach. Da gibt es ganz wie immer, wie man das so gewohnt ist, die Streams einfach zum Weiter, zum Nachschauen. Oder für diese Runde könnt ihr auch auf einen Podcast zurückgreifen. Ich weiß gar nicht, ob viele von euch das schon entdeckt haben. Der ist immer bearbeitet, das heißt irgendwie die ganze Vor- und Nachgeplänkel ist weggeschnitten und auch zwischendrin ein paar Sachen. Und ein paar minimalst Toneffekte sind noch dabei. Mal gucken, ich traue mich immer mehr, was man dann auch irgendwie alles mitmachen kann. Genau, und ihr könnt das auf den üblichen Plattformen, könnt ihr das abgreifen, auf Spotify, auf iTunes oder halt auch über die Koala-Homepage www.derkoali.de, da könnt ihr das auch anhören. So, und ich habe auch für diese Runde mir vorgenommen, den Werbeblock, den ich ja sonst immer hinten dran haue, auch hier am Anfang zu machen, weil ich habe durch die YouTube-Algorithmus Dingens kann man das ganz schön sehen, wann die Leute abschalten. Und die schalten immer ab, wenn ich sage, so, und jetzt ist der Stream gleich aus. Und dann kommt ja meistens noch der Werbeblock. Und dann jetzt habe ich mir mal gedacht, machen wir das vorne weg. Denn meine MitspielerInnen haben alle ganz tolle Kanäle und Webseiten, die sich lohnen, dass man sie mal zur Kenntnis nimmt. Zum Beispiel der Ossi. Was gibt's bei dir alles? Jo, bei mir gibt es Pen and Paper technisch momentan leider eine kleine Pause, weil ich gerade, man sieht es hier Gott sei Dank nicht, aber mitten im Umzug bin. Das heißt, dass ich viele Kisten habe, aber ansonsten gibt es bei uns Klingende Nacht auf dem Echsensuppen-Kanal. Bei mir findet ihr sonst meistens eher Richtung League of Legends etwas, das ist dann eher was für die Zocker. Genau. Ja, prima. Dann haben wir Marot, da gibt es auch was, auf was du hinweisen kannst. Ja, meine Seite rollenhörspiel.de, da gibt es ja alle möglichen Sachen. Zurzeit läuft die Borberat-Kampagne allerdings schleppender, als ich das wollte. Ich muss es jetzt endlich mal weitermachen, habe aber längst leider zurzeit relativ viel RL-Sachen. Aber das wird jetzt wieder besser und dann geht es auch weiter in der Serie. Jo. Dann haben wir Kako. Was gibt's bei dir zu entdecken? Ja, tatsächlich ist in den letzten Wochen auch im Dezember unsere Savage Worlds-Kampagne weitergegangen. Als letztes Projekt so Pen and Paper technisch auf meinem Kanal. Ansonsten war noch sehr viel Tabletop-Content und ab und zu spiele ich auch mal Total War Warhammer 2. Ist auch ganz lustig. Und ja, Pen and Paper technisch sonst von mir als SL verhältnismäßig wenig. Ich probiere mich aber zu bessern. Neujahrsvorsätze und so. Ja, gibt es denn bei Sierra was Pen and Paper-mäßiges? Pen und Paper gerade nicht. Ich muss ja immer noch mein Versprechen halten und mal leiten. Das kommt hoffentlich bald. Aber ansonsten habe ich wieder angefangen zu streamen. Bin auch nur zögerlich. Bei mir auch. Ich habe angefangen, Warhammer zu spielen. Und das heißt, auf meinem Kanal kann man, kann man mich dabei begleiten, wie ich male und bastel. Ja, prima. Dann haben wir noch ja, Elanur, da weiß ich gar nicht, da gibt es gar nicht so viele Kanäle, aber Instagram. Ja, ich habe einen kleinen Instagram-Kanal, wo ich hauptsächlich Werbung für die Runde hier schalte, aber auch hin und wieder mal ein bisschen aus meinem Leben poste. Also ich habe Brot und Essen, sowas, was man halt, oder wenn ich mal unterwegs bin, reisen dessen. Also auch nicht so viel Pen-and-Paper-Content, eigentlich mehr so Fluff und schöne Dinge, das Leben zu genießen. Okay. So, und jetzt habe ich hier eben was festgestellt, was mir gar nicht gefällt. Bevor wir anfangen, muss ich das noch dringend ändern. Und zwar funktioniert mein Stream Deck nicht vernünftig. Jetzt muss ich das alles hier on Stream machen. Das unterhaltet mal die Massen so lange. Weil mein Mikrofon-Mute funktioniert nämlich nicht. Das ist ganz schlecht.
Prosit. Prosit, nur ja. Erzählt einen Schwank aus eurer Jugend. Oskar zuerst. kann ja die Anekdote erzählen, wie ich auf den Nerdpool gekommen bin, damals. Es ist, wie alt ist der Nerdpool jetzt eigentlich? Ich probiere ein Gespräch aufzubauen. Ich bin erst seit einem Jahr dabei. Ich bin seit Dito. Aber ist ja schon einige, aber ist schon einige Jahre her. Nerdpool kenne ich mich nicht aus. Aber Zeit. Ihr seid ja heute episch drauf. Kako, dann erzähl doch mal den Leuten, die zuhören, was ist der Nerdpool und warum lohnt es sich dafür? Oh, was ist der Nerdpool? Eine wunderbare Seite. Nerdpool-forum.de, da könnt ihr gerne mal draufschauen. Das ist eine wunderbare, tolle Rollenspiel-Community, die auch einen wunderbaren Discord-Server hat. Das hört man, kann ja, danke, Kuren. Das ist eine wunderbare Website, wo ihr eine Art Livestream-Terminkalender habt, wo ihr diverse Rollenspielrunden finden könnt und andere Live-Podcasts und diverses, also von Pathfinder über DSA, Call of Cthulhu, ich gucke gerade selber mal drauf, über Vampire, dann Wesen oder Fäsen? Alles. Wesen. Okay, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, es gibt die unterschiedlichsten Sachen auch natürlich, Cyberpunk oder was weiß ich, Science-Fiction-Rollenspiele, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Da könnt ihr immer tagesaktuell gucken, welche Rollen gerade wann live gestreamt werden und dann meistens auch, wenn die Events vernünftig eingetragen sind, auch über diverse Hyperlinks dann auf die jeweiligen YouTube- bzw. Twitch-Accounts dann wechseln, auf wo gestreamt wird. Und das ist super, super cool, denn so habt ihr quasi immer im Überblick, was für eine Bandbreite an Sachen es gerade gibt. Und es ist dann so ein bisschen wie mit dem Fernsehprogramm. Dann könnt ihr euch immer das für euch Interessanteste aussuchen, weil cool sind die meistens alle eigentlich. Und könnt ihr einfach mal draufschauen. Ansonsten ist das natürlich auch ein Forum. Das heißt, ihr könnt euch da auch gerne anmelden oder euch dann mal einen Thread schreiben. Oder eigentlich noch besser, ihr geht auf den Discord-Server. Wenn es ja hier Links gibt, auf jeden Fall mal gerne alles reinkloppen. Diese Links, ich kann mal so mal gucken. So, ich bin auch wieder fertig. Genug gewerbungt. Sehr gut. Und wir haben nämlich einen ganz tollen, ich habe noch was vergessen, wir haben einen ganz tollen First-Time-Chat hier von Kion One X. Welche DSA-Version wird gespielt? 4 oder 5? Weder noch. Wir spielen DSA mit alternativen Regeln aus dem aktuellen, wie heißt dieser Scheißband? Aventurische Meisterschaft. Genau, Aventurische Meisterschaft heißt der Band. Der ist für DSA 5 tatsächlich erschienen. Und da gibt es Regeln für das Spielen mit Inra-Karten. Allerdings spielen wir wiederum nicht mit Inra-Karten, sondern mit selbst gebautem Kartendeck. Arcana-Karten heißt das. Wirst du vielleicht während dem Stream irgendwann entdecken. Wenn dich interessiert, wie das funktioniert, einfach mal die Aventurische Meisterschaft durchblättern. Da steht das drin. Ganz tolles Buch, kann ich sowieso nur empfehlen. DSA mit alternativen Regeln, ohne die super, mega gut. Genau mein Ding. Aber wir sind heute wieder zugange in der Rabenmark. Und die Karte, das blende ich euch nochmal ein. Wir sind beim letzten Mal, haben unsere HeldInnen den Todeswall quasi unschädlich gemacht. Und der Todeswall, den seht ihr als gestrichelte Linie auf der linken Seite zwischen den Trollzacken und der schwarzen Sichel. Eine Befestigungsanlage, die schon seit sehr, sehr langer Zeit den Menschen oder auch anderen Individuen dafür sorgt, dass da nichts zwischen diesen beiden Gebirgen durchkommt. Und die Helden waren sehr gezeichnet beim letzten Mal. Einige mehr, andere weniger. Durch die Aktion im Todeswall. Das war eine sehr anstrengende Sache. Und wir hatten beim letzten Mal geendet damit, dass wir dass ihr einen weißen Ritter gesehen habt mit einem Streitkolben, der auf einem steigenden Pferd sich euch entgegengesetzt hat und aus dem Weg gerufen hat. Oder weg da. Wir steigen heute nicht ein, genau in der gleichen Szene, sondern ich mache jetzt mal was, wo ich mal mit ein bisschen experimentiere, denn ich nehme euch Zuschauer ein bisschen mit,
weg aus dieser Szenerie hin in eine andere Szenerie und die SpielerInnen dürfen nicht zuhören. Das heißt, sie nehmen jetzt alle ihre Kopfhörer ab. Und wir begeben uns erstmal alleine, also ihr ZuschauerInnen und ich, in die Rabenmark hinein. Das Innere des Todeswalds. Der Daimonoid, der den Todeswall durchdrungen hat, ist nicht mehr. Gefällt durch die HeldInnen, zerstört durch das Hylaila-Feuer und die Macht des Praios. Der Raum, in dem er gewesen ist, eingefallen, zerstört, wie große Teile des Todeswalls. Nachdem der Daimonoid vergangen ist, sind die magischen Barrieren und die dämonischen, verseuchten Ranken gewichen, die große Teile des Walls aufrecht erhielten. Wir befinden uns nun in dem zerstörten Raum, in dem der Daimonoid war. Schutt und Asche, vor allen Dingen Asche, die Überreste der pflanzenartigen dämonischen Verseuchung. Alles schwirrt und flirrt noch in der Luft. Und eine Gestalt betritt diesen Raum durch ein Portal, welches sich grün-bläulich schimmernd öffnet. Ein schwarzer Ritter tritt hindurch, tritt in die Mitte des Raums, in dem der Daimonoid gestorben ist, und beugt sich hinunter zu der Stelle, wo der große Aschehaufen auf dem Boden ist. Das Einzige, was von dem Daimonoiden übergeblieben ist, ist eins seiner Hörner. Ein funkelndes, schillerndes Horn. Der Ritter beugt sich herunter, greift danach. Hebt es hoch, blickt sich um. Da haben sie mir nun gut geholfen, raunt er in einer tiefen Stimme vor sich her. Er blickt sich noch einmal um, öffnet wieder ein Portal mit einer Kantbewegung und verschwindet vom Todeswall. Alle wieder da? Für die HeldInnen geht es auch zurück in die Rabenmark. In das Zeltlager des Heeres, das den Wall angegriffen hat. Was genau auf dem Schlachtfeld noch passierte, ist in den Irrungen und Wirrungen der Flucht aus dem Wall und dem Zusammentreffen mit den Zombies, die sich langsam auflösten, und dem anstürmenden Heer der Westrabenmark im Chaos versunken. Das Einzige, was ihr noch wisst, ist, dass man euch schnell getrennt hat. Aus den verschiedensten Gründen. Viele von euch waren verletzt. Das heißt, ihr wart schnell von den Feldschern und den Pareine-Geweihten in Empfang genommen worden. Die Geweihten hatten natürlich besonderes Interesse an Osko, sofern er sich zu erkennen gegeben hat. Ansonsten liegen vor allen Dingen die schwer Verwundeten, Elena und Astanio, in getrennten Zelten, auf Pritschen, mit anderen Verwundeten in einem großen Raum.
Mora auch leicht verwundet. Du hast auch schon mal auf einer solchen Pritsche ein paar Verbände bekommen, ist aber wesentlich heiler aus der Sache rausgekommen als viele andere. Sie sitzt nun am Feuer, einem großen Feuer in der Mitte zwischen den Lazarettzelten und weiß nicht so richtig etwas mit sich anzufangen. Um sie herum wuselt es und wieselt es. Viele Menschen laufen hin und her, geschäftiges Treiben. Allgemeine Jubelstimmung ob des Sieges am Todeswahl. Zwischendurch hast du Jandrik ein paar Mal gesehen. Er war auch kurz in einem Lazarettzelt, dann aber hat man ihn weggeführt. Hinüber zu den großen Zelten, zu den schwarzen Zelten, wo die Golgariten sich deutlich getrennt haben von den normalen Heerestruppen. Mora würde. Damit du dich nicht so allein fühlst. Leistet Osko dir Gesellschaft. Denn auch er ist schnell wieder von den anderen Geweihten nur kurz befragt, aber dann schnell wieder entlassen worden. Seine Torkeligkeit und sein dröhnender Schädel, ob der Entrückung durch das Pereine-Wunder, das er ausgelöst hat, sind längst verflogen. Ein kleines Tief, was ihm in seiner Seele vielleicht ob des fehlenden Heilgefühls befallen hat. Aber auch er weiß nicht genau, was mit sich anfangen soll, denn hier kennt ihn niemanden. Die Leute scheinen euch halbwegs zu ignorieren. Und wenn, dann kredenzt man euch etwas aus dem dicken, dickflüssigen, mit kleinen, wenigen Fleischstückchen besäten Eintopf, der auf dem Feuer vor sich hin brutzelt. Eine dickliche, hakennasige alte Frau mit strähnigem Haar rührt in dem Kessel herum und raunt hin und wieder die Soldaten an, die vorbeilaufen und sich zu staubig begeben, zu viel Staub aufwirbeln, damit der Staub nicht in den Kessel hineindringt. Übellaunig schaut sie mal zwischen Mora und Osko hin und her. Ihr habt aber immer noch nicht genug gegessen, oder? Es reicht schon. Alles gut. Ja. Ich habe nicht so viel Hunger. Ich auch nicht. Jetzt. Wie ist es mit dem Schwindel, Osko? Geht wieder. Siehst du auch gut. Normal aus. Nicht so abgedriftet. Abgedriftet. Da hast du recht. Aber auch ausgelaugt irgendwie und weiß nicht, irgendwie leer. Es hat sich schöner gefühlt. Du warst ja quasi berauscht, wie betrunken. So oder so ähnlich hat sich das auch angefühlt. Nur dann doch wieder ganz anders. Wenn, ich weiß nicht, du kennst doch dieses Gefühl, wenn du jemanden vermisst hast über lange Zeit und ihn dann wieder siehst, diese Freude, die da aufkommt. So ähnlich, ja. Vielleicht, nur viel stärker. Wenn diese Freude sich in einen Rausch wandelt, Das klingt etwas abstrakt, aber ich kann es gerade nicht besser beschreiben. Also wie verliebt sein? Ja, eigentlich ja. Merkwürdig. Tatsächlich. Das erste Mal hatte ich dieses Gefühl. Mein Meister hat mir davon immer erzählt. Ich war eigentlich noch nicht bereit dazu, sowas zu erleben. Er sagte, es könnte passieren, wenn ich geweiht wäre. Dann
Er hatte es mir auch immer versucht zu beschreiben, aber auch er konnte es nicht so wirklich. Es ist halt irgendwie was ganz Eigenes, dieses Gefühl. Etwas ziemlich Besonderes. Ja. Besonders auf alle Fälle. Aber ich muss sagen, dann dieses Gefühl nicht mehr zu haben, fühlt sich dann wieder etwas, na, schade an. Das ist etwas traurig. Würde dieses Gefühl gerne immer haben. Arnhild! Arnhild! Komm mal her, wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Raunzt die Wie viel Dicke. Wasser will sie noch in die Suppe kippen? Es muss ja für genug reichen. Gute Frau, wenn ihr Wasser braucht, soll ich euch helfen? Soll ich euch das Wasser bringen? Nein, das ist Arnhilds Aufgabe. Gut. Eine junge Frau nähert sich dem Feuer, die ihr vorher noch nicht gesehen habt, mit einem großen Eimer, den sie nur schwerfällig auf der Schulter trägt, damit sie ihn überhaupt tragen kann. Der Eimer ist wirklich riesig im Vergleich zu der Frau. Strähniges, braunes Haar hängt ihr irgendwie halb schmutzig im Gesicht herum. Ihr, das Wasser. Hält mit einem Ruck den großen Eimer vor der dicklichen Frau ab. Ja, soll ich den jetzt noch selber da reinkippen, oder was? Nein, 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 natürlich nicht. Sichtbare Anstrengung hieft sie den schweren Eimer nach oben und schüttet das Wasser in den Topf. Dabei streicht sie sich die Haare aus dem Gesicht, den dreckigen. Und Mora erkennt ein ihr bekanntes Gesicht. Ich kenne dich irgendwoher. Was? Wie? Schaut zu dir hinüber. Ah. Ja, du warst ein wenig jünger. Wallrand, nicht wahr? Wie kommst du denn hierher? Ich kenne doch die Wege. Aber dieses Mal auf einem anderen Weg. Unterhalten könnt ihr euch später. Ja, weiter Wasser. Wir brauchen noch einen zweiten Kessel. Hol den großen zweiten Kessel, den großen. Natürlich, natürlich, Herrin, natürlich. Osko. Ja? Die Frau. Ich habe sie über den Wald, nicht über den Wald, über die Berge geführt. Das muss 3, 4 Jahre her sein. Finde ich sogar noch länger. Hm. Verrückt. Was war der Grund? Warum wolltest du rüber? Was ich mir klar rüber will, aber was macht sie hier jetzt? Ist sie eine Sklavin oder arbeitet sie Ja, einfach nur vielleicht. hier? Ich denke, sie arbeitet hier, aber damals war sie schwanger. Oh. Das habe ich auch erst gehört, als es zu spät war und wir nicht zurück konnten. Sonst hätte ich sie niemals mitgenommen. Muss gefährlich sein für das Kind. Zu viel Ja. Belastung und Anstrengung in der Schwangerschaft ist nicht gut. Aber mehr weiß ich auch jetzt nicht drüber. Wenn ich das gewusst hätte damals, dann hätte ich sie auf keinen Fall hier hingeführt. Aber irgendwie schön zu sehen, dass sie lebt. Ja. Ein Tross Männer und Frauen nähert sich euch, Soldaten, ist im Anschein nach, zumindest die meisten davon. Ein großer, breitschultriger Mann mit dem Wappen von den Truppen der Stadt Romelis, die hier ganz in der Nähe ist, an der Spitze. Die laufen zielstrebig auf euch beide zu.
wollen zu uns. Sag nichts, was du bereuen könntest. Okay. Gut. Rondra zum Gruße. Habe ich zu tun mit Osko? Er schaut auf seinen Nebenmann, der ein bisschen schmächtiger, kleiner ist. Sieht aus, als wäre es ein Knappe oder so etwas Ähnliches. Und noch relativ spitzbübisch aussehender junger Mann. Gerdental. Osko Gerdental. Ja. Ja. Ich hab, ihr hört, ihr wart auf dem Schlachtfeld. Man hat euch aufgegriffen. Das ist richtig, ja. Ja. Und ihr habt uns diesen Namen genannt und wir haben einmal da ist jemand, der mit euch sprechen möchte. Mit uns sprechen? Ja. Ja. Natürlich. Wo ist die Person? Perdan Erwald. Im Zelt des Drei-Schwestern-Ordens. Oh. Ich verstehe, soll ich mich dorthin begeben? Das ist sein Anliegen, ja. Ist das eure Frau? Nein, nein, nein. Wir sind einfach Freunde. Ah, verstehe. Ihr könnt ihm vielleicht ja dann erzählen, wie ihr das geschafft habt hier mit dem... Natürlich. ...ganzen Horden. Osko, soll ich dich begleiten? Klar, wenn du möchtest. Kein Problem. Ich kann euch auch begleiten, wenn ihr wollt. Führen, falls ihr das Zelt nicht findet. Das wäre sehr freundlich, vielen Dank. Hatte noch keine Gelegenheit, mich umzuschauen. Es stapft voran. Euer Weg wird gekreuzt von einer Frau, die ganz eindeutig sichtbar als Magierin zu erkennen ist. Durch den großen, spitzen Hut, den auffälligen Magierstab und den Mantel, der sie eindeutig mit arkanen Symbolen bestickt ist. Schaut kurz zu euch herüber. Ist in Begleitung von einigen anderen Soldaten, kreuzen euren Weg. Laufen hinüber zu einem anderen Zelt, zu einem Lazarettzelt. Schlagen die Plane beiseite und dann raunt einer der Soldaten: Alle raus hier. Die Fälscher schauen sich nur um. Bitte was? Alle raus hier, habe ich gesagt. Nur der da drüben nicht. Wie sollen wir das denn machen? Ist mir egal, eilt euch. Vielleicht nehmt ihr den da einfach mit und lasst die anderen hier. Hier gibt's Leute, die haben gleich eine Amputation noch vor sich. Kann der sich bewegen? Ist das in Ordnung? Moment, ich werde ihn fragen. Ich bitte darum! Wartet so lange draußen vor dem Zelt. Ihr habt doch keine Ahnung, mit wem ihr hier redet. Nein, und ihr habt auch keine Ahnung, mit wem ihr hier redet. Das ist mein Zelt, mein Lazarett. Und ihr wartet draußen. Weil ihr sich verletzt seid zumindest. Und eigentlich seht ihr so aus, als ob es euch ganz gut geht. Das wird ein Nachspiel haben. Die junge Perine-Geweihte, die eben dem Soldaten Kontra gegeben hat, nähert sich Astanios Bett. Astanio immer noch blind, sieht nicht, was um ihn herum passiert. Merkst, wie eine kalte Hand sich auf deine Stirn legt. Hallo? Ja? Ja. Seid ihr wach? Ich denke, es ist kalt. Ach, Verzeihung, ja. Ich habe mir eben die Hände gewaschen.
Da möchte jemand mit euch reden. Fühlt ihr euch kräftig genug aufzustehen? Astario setzt sich kerzengerade auf. Wer möchte mit mir reden? Und schaut durch. Es sah so aus, als ob die Frau Rottel mit euch reden wollte. Frau Rottel. Rattel. Rattel. Wieso? Aus welchem Grund? Nun, wahrscheinlich, weil ich nach ihr hab schicken lassen wegen der schönen Tätowierung auf eurer Hand. Astal, du schließt die Augen. Ich glaube, ihr seht's selber, dass ich nicht gerade sehr mobil bin gerade, oder? Ihr wirkt ziemlich schwach, aber eigentlich im Vergleich zu den anderen hier im Zelt noch relativ gut bei Sinnen. Ich kann nichts sehen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Wie lange habt ihr das schon? Eine Stunde? Zwei? Wie lange liege ich hier? Das ist beachtenswert. Seht ihr, das ist auch meine Vermutung gewesen. Ihr seid ein Magier, nicht wahr? Sanyo hebt einfach nur zur Antwort die Hand. Seht ihr, und manchmal haben Magiebegabte ein paar Probleme, mit denen ich mich nicht besonders gut auskenne. Da braucht es andere Magiebegabte. Deswegen habe ich nach der guten Frau Rattel schicken lassen. Denn sie führt die Magier hier an. Gut, dann... Ihr könnt, dann solltet ihr aufstehen. Ich stütze euch gerne und führe euch, wenn ihr das bräuchtet. Wahrscheinlich bräuchtet ihr das, ihr könnt ja nichts sehen. Oder kennt ihr irgendjemanden hier, den ihr fragen könnt? Einen Verwandten vielleicht, einen Freund? Nun, nur die Menschen, mit denen ich aufgelesen worden bin, aber sonst vermutlich nicht, nein. Ja, ich glaube, da waren zwei eben am Feuer draußen. Ich werde mal nachschauen gehen. Hörst du die Schritte, die sich entfernen? Und dann wieder nur das Wimmern um dich herum. Das Tadio stützt das Gesicht in die Hände. Das hat mir gerade noch gefehlt. Und hinter der Zeltplane, die ja nicht sonderlich robust ist gegen Geräusche, hörst du jetzt, und was ist jetzt? Können wir ihn abholen? Nein, das ist momentan nicht in der Lage, sich zu bewegen. Wartet einen Augenblick, wir kommen sofort, wenn es geht. Was heißt, wenn es geht? Wann wird das sein? Das weiß nur Pereine selbst. Und jetzt verzeiht, ich muss in mein anderes Zelt. Wir warten hier. Dann hörst du eine etwas jüngere Stimme. Nun, vielleicht solltet ihr etwas freundlicher auftreten. Sonst nachher beleidigen wir die Herren Pereine noch mit unserem Auftreten, Siegeswild. Wieso sollten wir das denn machen? Naja, das ist ein Heerlager. Das ist ein Lazarett. Wenn ihr nun die Herren Pereine mit eurem Auftreten beleidigt, ist es vielleicht keine so gute Idee. Wer weiß, ob wir noch eine Schlacht zu schlagen haben und ihr dabei nicht verletzt werdet. Seht, gute Frau, ihr habt nach mir schicken lassen. Also, sobald es geht, würden wir ganz gerne mit diesem Magier, den ihr aufgelesen habt, sprechen. Das ist doch schon mal ein ganz anderer Ton. Er ist ansprechbar zumindest, aber er verlangt nach einem seiner Gefährten. Und die suche ich jetzt. Im Feuer waren, glaube ich, eben welche. Am Feuer sitzt gerade niemand, wenn ich dort hinübersehe. Ja, das stimmt. Da ist nur... Ah, vergisst es. Ja, mit wem ist er denn noch angekommen? Diese Amazone. Moment. Wartet kurz. Wenn ihr nichts dagegen habt, begleite ich euch. Nun, weil ihr so höflich gefragt habt, gerne. Soll ich euch etwas zur Hand gehen, vielleicht? Nachher. Ich hatte noch ein bisschen
Kraft über nach der Schlacht wegen. Vielleicht gibt es ein paar Verwundete, die noch magische Hilfe brauchen. Ich könnte einige meiner Novizen abstellen. Wir kriegen das eigentlich schon ganz gut hin. Vielleicht nachher bei der Amputation, da könntet ihr assistieren, falls etwas schief geht. Gerne. Und im Gegenzug dafür dürfen wir dann unbehelligt mit dem Herrn Magier reden. Das ist ein gutes Geschäft, denke ich. Hier entlang. Die Plane zum zweiten Lazarettzelt wird auseinandergeschlagen und Elenas Zelt wird betreten von zwei Frauen. Einer Geweihten und einer Magierin. Elena. Da Elena sitzt, denke ich mal, den Arm in der Schlinge auf dem Bett und hat der Dinge, die da kommen. Seine Beine baumelt. Das ist das Zelt mit den etwas weniger Verwundeten. Da vorne ist sie. Rondra zum Gruße. Rondra zum Gruße. Ihr seid eine Amazone. Ja. Welch seltener Anblick hier. Habt ihr schon jemanden als Gelegenheit gehabt, jemanden zu erzählen, wie ihr auf das Schlachtfeld gelangt seid? Oh, entschuldigt, nein. Das ist bestimmt eine Geschichte, die ich sehr gerne hören würde. Nun, wie kann ich euch helfen? Die anderen, mit denen ihr aufgegriffen wurdet auf dem Schlachtfeld, in welchem Verhältnis steht ihr zu ihnen? Verzeihung, wir sind Reisegefährten und haben auch einige Jahre zusammen in einer Siedlung auf der verbracht. Ihr kommt von der Ostrabenmarkt. Das habe ich jetzt nicht direkt gesagt. Ihr sprach von einer Siedlung hinter dem Wall. Verzeihung. Ja. Von hinten, von drüben. Stimmt das auch für diesen Magier, den ihr bei euch hattet? Ja. Die Magierin zieht so eine Augenbraue hoch. Spannend, sehr spannend. Die reine Geweihte spricht weiter. Nun, dieser Magier verlangt nach ein bisschen Hilfe von Leuten, die er kennt. Und ihr seid diejenige, die für mich am besten geeignet scheint. Eurem Arm geht es soweit ganz gut. Ja, zwickt noch was, aber... Wird schon wieder. Einmal eingerenkt, dann ihr werdet damit noch ein bisschen Spaß haben in den nächsten Wochen. Aber ich denke, das gibt sich auf jeden Fall wieder. Dann könnt ihr euren Säbel und euer Schild wieder schwingen. Ja, den Säbel, Schild, den hat eine, habe ich verloren. Nun, dann begleitet ihr mich bitte hinüber zu dem Herrn. Mach ich. Elena folgt dann rüber. Entschuldigung, das ist mein Anstand, sagt die Magierin. Alike Rattel. Freut mich, Elena von Kokum. Kokum. Mhm. Das ist die Seltenheit der Seltenheit der Seltenheit. Ja. Auf die Geschichte bin ich nun wirklich gespannt. Eine Elena von Kokum und ein Magier. Jetzt bin ich. Ihr habt mich, Fräulein, ihr habt mich. Oder Frau? Elena reicht. Natürlich, Elena. Nun, dann gehen wir jetzt beim Besten rüber und lassen die anderen hier ihre Arbeit erledigen. Machen wir das. Ein paar Minuten später öffnet sich wieder die Zeltplane von Astanios Zelt. Astanio kann inzwischen schon wieder ein paar Schemen wahrnehmen.
aber nicht wirklich etwas erkennen. Es ist so, als würdest du durch einen dicken Nebel sehen, hinter dem es Schemen bewegen. Du hörst die Schritte von drei Personen, die sich dir nähern. Das hier ist er. Astanio? Genau. Ich habe Ihnen hier jemand mitgebracht. Elena von Kurkum. Elena? Hi, ich strecke die Hand aus und schlag ihm auf die Schulter. Hi. Und das wird an seine Schulter krabbeln und ihre Hand in beide Hände nehmen. Ja. Und das hier ist Heirike Rattel. Magistra Magna des Instituts zu Romulus. Dann schluckt Astalio einmal schwer. Aber die Ehre, Magister. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht die Hand geben kann, aber wie Sie sehen, sehe ich nichts. Das ist machen Sie sich keine Umstände. Aber die Geschichten, die Sie zu erzählen haben, nun, Ihre Freundin hier hat mich zumindest mehr als neugierig gemacht. Jetzt vielleicht zeigen Sie mir Ihre Hand doch einmal kurz. Elena wird Astanias Hand entsprechend führen ein bisschen, um das der guten Magister Rattel zu zeigen. Astanias Hand zittert währenddessen. Ja. Beilung. Ja, Beilung. Sie blickt dann zu Elena und sie sagten, ihr hättet in einer Siedlung in der Ostrabenmark gewohnt? Ja. Wie kommt ein Vertreter des Instituts Schwert und Stab in die Ostrabenmark? Asani schluckt doch einmal schwer und wird jetzt die Hand von Elena sehr fest umklammern, dass die Knöchel weiß hervorscheinen. Wenn ich mich vorstellen darf, Astano Amano zu Janisberg, Hauptmann der dritten Seegarde von Beilung. Ehemaliger Hauptmann. Bin erfreut, eure Bekanntschaft zu machen, Hauptmann. Ich sagte ehemalig. Ehemaliger Hauptmann, ja. In Ihren Büchern müssten genügend Informationen darüber stehen. Was soll das heißen? Ich werde dort wahrscheinlich als tot aufgelistet. Ah. Weiteres sollten wir vielleicht nicht im Lazarett besprechen. Und das war ja sowieso mein Anliegen, schaut sie zu der reinen Geweihten über. Ja, und jetzt verstehe ich auch, warum. Vielleicht sollten wir dann wirklich einmal gehen. Vielleicht begleiten Sie mich in mein Zelt. Ja, und Janisberg, von und zu Janisberg. Und Elena hört in Astanias Stimme einen gewissen militärischen Schlag, den sie bisher noch nicht gehört hat. Hey. Astanio ist sich bewusst, dass das Institut zu Romulus eines der renommiertesten mittelreichischen Akademien darstellt. Die Kaiserlich-Garetische Informationsagentur, der Geheimdienst des Mittelreiches, nimmt bevorzugt AbgängerInnen dieses Institutes auf. Magische Spione sind nicht selten ob der Spezialisierung dieser Akademie auf Hellsicht und Manipulation des Geistes. Aber sie gehören zur rechten Hand. Das heißt, es sind Weißmagier, das heißt, sie werden nicht nichts Widernatürliches, Bios Ungefälliges tun. Wie zum Beispiel die Magier aus Fasar.
Aber sie sind durchaus in der Lage, Wahrheiten ans Licht zu bringen, sagen wir es mal so. Sind nicht direkt militärisch. Und du weißt auch nicht, was diese Heirike Rattel, die hat sich als Magistra Magna vorgestellt. Das heißt, sie hat einen schon höheren Orden, einen höheren eine höhere Stellung in der Gilde. Aber du weißt jetzt nicht, ob sie wirklich zur kaiserlich-garetischen Informationsagentur gehört oder welcher Funktion sie jetzt hier ist. In dem Fall geht sie voran und Elena und Astanio folgen. Nehme ich an. Elena sagt das übrigens überhaupt nichts, die kennt sich mit Magier nichts aus, ne? Nö, die ist auch so ein. Für den Astanio und dann ist gut. Ein paar Zelte weiter, im, ich nenne es mal Viertel der Golgariten. Mehrere schwarze Zelte, gemalt mit Raben, Symbolen. Wir haben sogar ein eigenes Lazarett, abseits der normalen Soldatenlazaretts. Und die Möglichkeit, Geweihte unterzubringen. Kurz war Jandrik in diesem Lazarett angebracht und hat festgestellt, dass er keine großartigen Wunden besitzt, nur etwas durch den Wind zu sein scheint. Immer etwas von Dämonen geredet. Von Auftrag. Und die Heiler waren schnell überfordert mit dem, was sie da vorgefunden haben, haben dann entschieden, du hast keine großartigen Verletzungen, also raus mit dir. Und als du dich dann richtig vorgestellt hast mit Rang und Namen, was ich annehme, was du getan hast, selbstverständlich, hat man schnell jemanden zu dir geführt. Nämlich Remur von Sturmfels. Deinen Mentor, den du jetzt ein paar Sonnenläufe nicht gesehen hast. Der hat dich ja begleitet mit über die Gebirge bis zu einem gewissen Punkt. Er steht kurz militärisch stramm vor dir, schaut dich von oben bis unten an. Siehst furchtbar aus. Ich kann unmöglich so furchtbar aussehen, wie ich mich fühle. Er schaut sich kurz um. Ihr seid alleine im Zelt. Dann tritt er einen Schritt auf dich zu und nimmt dich in den Arm. Ich erwidere die Umarmung, klammere mich regelrecht an ihn, drücke meine Stirn gegen seine Schulter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich wiedersehe. Ich war auch nicht sicher, ob wir es schaffen. Es gab Momente, da war ich sogar sicher, dass wir es unmöglich schaffen können. Da war ich sicher, dass wir, ich weiß nicht, dass wir, aber wir sind hier. Ist der Wall wirklich gefallen? Es sieht so aus, die Ordensschwestern und Brüder durchkämmen gerade die Überreste und schauen, ob es dort noch etwas Leben oder etwas gibt. Auf jeden Fall zu einem, wegen irgendetwas, und er zieht so eine Augenbraue hoch, sind die Truppen, die den Wall geschützt haben, die Untoten, einfach in sich zusammengefallen. Irgendetwas. Das war nicht irgendetwas. Das waren wir. Du und die mit dir aufgegriffen wurden. Zu einem großen Teil, der verrückte alte Mann, aber ja, das waren wir. Da hast du auf jeden Fall eine Geschichte zu erzählen. Dann hast du den Auftrag ja doch erledigen können. Es war knapp, aber ich bin mehrfach fast zu Boron gegangen. Aber ich hatte sehr viel Glück und ich glaube noch mehr als das. Viel mehr als das.
In jedem Fall habe ich etwas gefunden. Ich habe mehrere Dinge gefunden. Eine Karte. Es ist so schwer zu erzählen. Es ist zu viel. Es ist, das meiste habe ich schon fast wieder vergessen. Es war eine Botschaft, die mir einer vom Rat der Nekromanten mitgegeben hat oder so ähnlich. Ich habe diese Botschaft versucht, hier zu euch zu bringen, aber dann wurde ich abgefangen und fast getötet. Dann war da dieser alte Verrückte, der mir das Leben gerettet hat, und diese Amazone und diese junge Frau. Sie ist sehr, sehr hübsch, aber das ist ja nicht wichtig. Auf jeden Fall war da auch noch dieser Koch. Nein, er ist kein Koch, er ist ein Geweihter oder irgendwas so ähnliches. Auf jeden Fall haben sie mich gerettet, und der alte Verrückte, Herr, hat herausgefunden, dass die Karte, die ich hatte, also in dieser Botschaft, diese Karte, da war irgendein Ding drin, eine Karte halt, irgendwas Magisches, das dafür gesorgt hat, dass er gesehen hat, dass wir den Wall zerstören können, und deswegen sind wir losgegangen zum Wall und haben ihn kaputt gemacht. So ungefähr. Also besser gesagt, sind wir in dieses Fleischding hineingestiegen. Aber vorher sind wir noch über dieses Feld gerannt. Dieses Feld, da war ein Riese, ein Skelettriese. Und dann sind wir in dieses Fleischding hineingestiegen. Und da waren überall komische Pflanzen und andere Sachen. Und da war da in der Mitte dieses Monster. Und ich habe meinen Ring hineingeschlagen. Und dann ist es kaputt gegangen. Und der Wall ist auseinandergefallen. Ja, ganz erstmal Luft holen. Das klingt ziemlich schlimm. Es war schlimm, es war fürchterlich, aber die Götter waren mit uns. Sie waren die ganze Zeit mit uns. Wir haben sie gefühlt. Aber da war noch dieser Rabe und diese andere und diese Frau und diese weiße Frau und dieser schwarze Mann und dieser. Ich rede zu viel, oder? Wie immer, Jandrik, wie immer. Es tut mir leid, ich vergesse immer wieder. Aber es musste raus. Ist das alles passiert oder habe ich das geträumt? Ich weiß nicht, aber nun bist du ja hier. Ich muss mit der Mr. Eminenz reden. Ist sie hier? Ja. Ich werde schauen, was ich machen kann. Zumindest. Ich habe mir das nicht alles ausgedacht. Das ist alles passiert, wirklich. Du musst mir glauben. Da sie dich ja losgeschickt hat, wird sie bestimmt wissen wollen, dass du aufgegriffen wurdest. Das heißt, ich werde ihr Bescheid geben. Du musst mir glauben, das ist alles wahr. Ich glaub dir. Ich habe keinen Grund, dir nicht zu glauben. Gut. Aber vielleicht erzählst du das alles wirklich nur ausgewählten Menschen. Ich glaube, nicht alle hier sind so offen und kennen dich. Man könnte dich für verrückt halten. Ich bin ja nicht dumm. Aber ich muss das aussprechen, um zu wissen, dass es wirklich passiert ist. Verstehst du? Ich muss das einmal aussprechen. Er umarmt dich nochmal. Ich verstehe das. Willst du raus, Luft schnappen? Oder? Ich glaube ja. Ich würde am liebsten sehen, wie es den anderen geht. Sie sind doch hier, oder? Soweit ich weiß, sind einige ins Lazarett gekommen. Bei den Lazarettzelten drüben auf dem Platz müssten sie sein, wenn du sie suchst. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Treffen wir uns am Kessel vor den Lazarettzelten. Gut. In einer Stundenkerze? Ja. Ich werde da sein. Gut. Und Jandrik? Ja. Er geht so an dir vorbei, öffnet so die Truhe, die neben dir steht. Ich habe gut auf ihn aufgepasst. Quietschend öffnet er den Deckel und du siehst den Rabenschnabel, den du zurückgelassen hast. Ich schaue ihn an, stehe da, blicke auf diese Waffe,
die sich anfühlt, als wäre sie aus einem anderen Leben. Dann nehme ich sie in die Hand, wiege sie und gehe raus. Frische Luft tut gut. Du musst ein bisschen zwischen den schwarzen Zelten hin und her laufen. Und siehst dann ziemlich schnell auch, dass hier einige Soldaten und höher gestellte Individuen herumlaufen. Du kennst dich innerhalb deines Ordens zumindest so halbwegs aus und hier ist wirklich das Who is Who deines Ordens vertreten. Hohe Geweihte, hohe Ausbilder, sehr viele Golgariten anwesend. Aber ich auch, nehme das wahr. Aber auch eine Gestalt, die du wiedererkennst vom Schlachtfeld, die sich gerade mit ein paar Soldaten unterhält. Ein jetzt, wo das Chaos der Schlacht und der Flucht etwas verflogen ist, wo du ihn in diesem Heerlager sehen kannst, deutlich erkennbar ist als ein Praios-Geweihter. Die Ornamente deutlich sichtbar. Schaut kurz zu dir rüber, nimmt dich aber nicht so, nicht weiter wahr sonst. Ich versuche, nicht sonderlich aufzufallen und laufe weiter auf der Suche nach meinen Freunden. Du läufst durch das Lager und dir kommen zwei Golgariten entgegen. Beziehungsweise die kreuzen deinen Weg, sodass zunächst ein Mann, eine Frau, die zunächst in deinen Weg eindrehen, sodass du sie jetzt nur noch von hinten sehen kannst. Aber den einen hast du auf jeden Fall wiedererkannt. Ein Freund von dir von früher. Nämlich Ellurion. Ich bleibe stehen und dann rufe ich, Ellurion? Die mittelgroße blonde Gestalt mit dem Bürstenhaarschnitt und dem vollen Bart dreht sich zu dir um und die tiefen braunen Augen schauen dich freudestrahlend an. Hendrik? Ellurion! Verdammt nochmal, was machst denn du hier? Und ich stürme auf ihn zu. Wartet kurz. Läuft er auch dir entgegen und schießt sich in die Arme. Bei den Göttern. Schön, dich wiederzusehen. Schön, dich wiederzusehen. Was hat es... Ich hab dich... Oh, warum bist du hier? Das ist eine lange und komplizierte Geschichte. Wenn ich Zeit habe, erzähle ich sie dir. Du standest nicht auf der Heeresliste. Nein, ich bin hier, wie soll man sagen, aufs Schlachtfeld gestolpert. Ich kann es dir gerade nicht erzählen. Ich muss erst ein paar Dinge klären, aber ich verspreche dir, es wird eine gute Geschichte. Bei einem Glas Wein oder einem Bier. Und du? Hast du gekämpft? Ja. Ja, ich bin für sie zuständig. Und sie deutet rüber zu der Frau, die du jetzt erst erkennst, wo sie sich dir zugewandt hat. Du erkennst sie als Bestalia von Mersingen. Eine hohe Adlige und Golgaritin. Sie ist die Schwester des Markgrafen. Ich deute eine leichte Verbeugung an und blicke dann aber wieder zu meinem Freund. Du beschützt sie? Bin ihr zugeteilt als Leibwache. Und nun, wir haben schon einige Schlachten miteinander durchlebt. Das glaube ich dir gern. Wer ist denn das, Ellurion? Das ist mein alter Freund Jandrik. Er ist auch einer von uns, auch wenn er jetzt gerade, schaut so ein bisschen in die Ruche und runter, nicht danach aussieht. Werte Dame. Woran zum Gruße. Ich bin nichts Besonderes, nur ein alter Freund. Ein Freund von Ellurion ist auch mein Freund. Freut mich, euch kennenzulernen, reichte die Hand. Ich nehme sie.
So, also, ihr suchtet nach irgendetwas oder was machtet ihr hier? Ich suche nur meine Freunde. Wir sind gemeinsam hierher gekommen. Wir sind getrennt worden. Ich suche nach ihnen. Ja, dann wollt ihr bestimmt zu den Lazarettzelten. Ja, möglicherweise, ja. Da wollte ich auch gerade hin. Irgendwie, nun, die Rommelisse haben irgendwen aufgegriffen und der Herrmeister macht so einen großen Tamtam, irgendwas Schlimmes wäre irgendwie oder sowas. Ich habe es nicht ganz begriffen. Auf jeden was Fall. Schlimmes? Was meint ihr damit? Ich weiß es nicht genau. Der Bote war ziemlich wirr. Irgendwie ist jemand aufgegriffen worden und der soll jetzt verhört werden oder irgend sowas. Verhört? Ich kann mir das nicht vorstellen und nun, da wir ja immer noch den Hauptteil der Streitmacht bilden und hier nichts im Lager passieren soll, was ich nicht verstehe, wollte ich mir das ansehen. Würde ich. Begleite euch gerne. Ich muss sicherlich auch zu den Lazaretten und irgendwas sagt mir, dass mich das auch interessiert. Lurion nickt dir zu und meint, ich glaube nicht, dass du so hohe geheime Besprechungen mit anhören darfst, Jandrik. Ich schaue ihn nur an, nimm das kaum wahr. Ja, sicher, sicher. Wo sind die Lazarettzelte? Folgt mir einfach, wir müssen ja auch in die Richtung. Kommst du, Elurion? Der schaut so ein bisschen verdutzt so. Ja, sicher. Geht dann auf der Höhe, schließt dann zu Jandrik auf, der Dame hinterherläuft. Und ist immer schon gut mit Frauen, oder? Warum? Ich rede doch nur. Ja, ja. Gefällt sie dir? Ich bin ihre Leibgarde, Jandrik. Ja, und? Das sind heißt sie doch viel zu alt für mich. Ach, Alter ist doch kein Hindernis. Jandrik! Obwohl. Ich mach nur Scherze, ist doch gut. Aber schön, dass du immer noch so steif bist wie früher. Du musst unbedingt mal auflockern. Wir müssen dringend ein Bier trinken. Ich kenne eine Amazone. Sie ist auch ein bisschen älter, aber sehr hübsch. Ich mache nur Scherze. Aber ja, ich kenne tatsächlich eine. Vielleicht treffen wir sie sogar gleich. Ja, genau. Eine Amazone hier im Heerlager. Sehr durchtrainiert, wenn du auf alte Damen stehst. Genau dein Ding möglicherweise. Nein, tue ich nicht. Ach ja. Schauen wir mal. Ihn durchquert das Heerlager und kommt dann tatsächlich auf einen Platz, wo eine dicke alte Frau in so einem Kessel rumrührt und einen Topf verteilt an Leute, die welchen haben wollen, die am Feuer herumsitzen. Und dann seht ihr auch zufällig, wie gerade mehrere Gestalten das Lazarettzelt verlassen und du erkennst Elena und Astanio sicher wieder, begleitet von einem Soldaten und einer auffällig in weiß gekleideten Magierin, die auch aufgrund ihrer Magierkleidung und ihres Hutes in dem Stab deutlich zu erkennen ist. Mhm. Also die Lena und Astanio erkennst du auf jeden Fall wieder. Ja, dann versuche ich näher zu kommen, wenn man mich lässt. Ja. Kurz zuvor schreitet der Soldat halt zwischen dich und die Magierin. Halt! Wer da? Jandrik Eichbaum. Ich gehöre zu diesen Leuten oder so. Ich gehöre teilweise zu diesen Leuten. Ich gehöre auch zu den Golgariten, aber irgendwie auch zu denen. Sind das die verhört werden? Wüsste nicht, wen das an was angeht. Lurion dreht sich so ein bisschen an dir vorbei. Verzeihung. Wir sollen hier Kommandant Bergelsaum treffen. Wo finde ich den? Oder Frau Rattel?
Magistra Rottel immer noch. Das ist sie. Natürlich, Magistra Rottel. Ach, das ist nicht nötig, sagt die Magierin. Wer ist denn der junge Mann hier? Eichbaum. Jantrik Eichbaum, mein Name. Ich, wenn es Probleme mit dem alten Verrückten gibt, ich weiß einiges über ihn. Ich kann helfen. Jantrik, wir kriegen das schon hin. Danke. Sicher. Ja, das sind das. Jantrik, es gibt Sachen, die du nicht weißt, von die ich jetzt selber lösen muss. Okay. Nun, die. Jantrik. Astalio sucht mit den Händen irgendwo. Ja, ich bin hier. Du behältst den Ring. Bist du sicher? Ich denke, er wird mir nichts mehr nützen. Und damit fängt Astalio an, weiterzulaufen. Jandrik kratzt sich am Kopf und dann tritt er einen Schritt zurück. Elena zuckt nur mit Schultern und verzieht dann den Mund, verzieht dann das Gesicht, weil der Schulter dann noch wehtut, die linke Arm in der Schlinge hat. Ich flüstere meinem Freund ins Ohr, siehst du, das ist die Amazone, von der ich erzählt habe. Nicht schlecht, oder? Kann man sehen, dass sie eine Amazone ist, ja. Die Magierin verbeugt sich dann vor Bestalia. Ich habe nach euch geschickt. Wie schön, dass ihr es einrichten konntet. Das hier ist auch einer von den Aufgegriffenen? Der Soldat mischt sich ein. Ja, das ist der Eichbaum. Ich glaube, den haben wir. Weil da stand nicht Eich, da stand Eichblatt auf der Liste. Aber. Vielleicht sind sie verwandt. Ja, das bin ich, ja. Also, ja, gut. Ich bin so durcheinander, ich habe für einen Moment selbst nicht mehr gewusst, wie ich heiße. Das kommt daher. Naja, ich bin am liebsten still jetzt. Illurion mischt sich ein. Nun, bei der uns Golgariten ist es eh der Brauch, dass wir nur den Vornamen nutzen. Also sollte das reichen, Jandrik. Eben. Ich nicke bestimmt. Wenn er auch zu euch gehört, meint die Magistra, könnt ihr dann vielleicht etwas zu der Geschichte beitragen. Magistra und Astadio mischt sich ein. Mir wäre es lieber, wenn der Junge das jetzt nicht mitbekommt. Das ist euer Fall. Euer Anliegen. Ihr habt den alten Mann gehört. Ja, ich trete zurück. Ich akzeptiere das. Wir sind unterwegs zu den Magierzelten, als ihr uns sucht. Ich nicke. Wenn du mich brauchst, Astanio, ruf einfach laut. Astanio hebt die Hand. Aber dreht sich nicht um. Kennst du den? Meint Illurion zu Jandrik. Ja, es ist einer meiner, wie soll man das denn sagen, Reisegefährten ist vielleicht das richtige Wort. Ein bisschen zu wenig, aber ja, ich kenne ihn. Der wirkt ein bisschen durch den Wind. Er ist vollkommen verrückt. Verrückt? Er ist vollkommen verrückt. Aber ganz tief drin ein guter Kerl. Die Magierin dreht sich dann zu der hohen Golgaritin um. Nun, dann begleitet zumindest ihr mich. Ich denke nicht, dass der Herr von Jannisberg etwas dagegen hat, dass ihr die Frau Mersingen dabei ist bei der Befragung. Immerhin seid ihr hier, naja, ist euer Bruder hier der Anführer. Ja, und ich denke, ich spreche auch im Namen meines Bruders, wenn ich hier wissen will, wenn hier irgendwer verhört wird und ja irgendetwas passiert, was ich eigentlich wissen müsste. Oder er wissen müsste. Natürlich, deswegen habe ich auch nach euch schicken lassen. Dann folgt mir.
Und so geht der Tross dann weiter, nur ergänzt durch Bestalia von Mersingen und Elurion. Und sie lassen Jandrik am Feuer stehen. Während Osko und Mora unterwegs sind zu den Reinezelt. Man hat es es ist gar nicht so weit weg von den Lazarettzelten. Ein sehr, sehr großes Sammelzelt aufgebaut, fast schon genauso groß wie das Lazarettzelt und deutlich mit Insignien der Pereine geschmückt, aber auch der Zar und der Travia. Die Symboliken des Drei-Schwestern-Ordens sind für Osko deutlich zu erkennen und das ist etwas, was er lange, lange Zeit nicht gesehen hat. Mora wird Osko sehen, wie er diese Zeichen bestaunt. Das ist lange her. Wie es in Underworld weitergeht, Mora sagen die Zeichen gar nichts. Generell fühlt sich Mora hier ein bisschen wie abgeschnitten. Du warst immer in der Ostrabenmark unterwegs und wusstest immer, wo hier welcher Weg ist, wo welche Person mit wem zu tun hat, in welchen Gefügen wer mit wem zusammenarbeitet. Hier nun bist du ein bisschen wie der Käfer, der auf den Rücken gefallen ist und mit den Beinen strampelt. Ja, sie hält sich auch eher an Osko und versucht ihm nicht aus dem Blick zu verlieren, als hätte er auch nur einen Hauch mehr Ahnung als sie. Aber er wird schon vielleicht irgendwen finden, den er kennt oder kennen könnte. Alles in Ordnung? Ja, nur mit dem Geweihtentum habe ich nichts am Hut. Ich verstehe schon, das ist ungewohnt, ja. Oh ja. Um ehrlich zu sein, ich lange Zeit auch nicht mehr. Außer, das hier. Und Osko klopft auf das Buch. In dem Moment tritt ein Geweihter aus dem Zelt. Hoch aufgeschossen, deutlich muskulöser, als man einen Geweihten der Pereine sonst irgendwie sich vorstellen mag. Aber deutlich zu erkennen in der Pereine-Geweihten-Gewandung. Läuft fast in euch herein. Huch, wer seid ihr denn? Verzeihung. Verzeihung. Ja. Pereine zum Gruße. Mein Name ist Osko. Oh, ihr seid der aufgegriffene Novize? Ja, ganz genau. Gut, das, was ich vorhatte, kann warten. Kommt doch hinein. Ja, vielen Dank. Ja, Mora folgt ihm. Wer ist das denn? Ist das eine Gefährtin von euch? Ganz genau. Mora, ich gehöre zu ihm, ja, richtig. Sehr schön. Pereine zum Gruße. Pereine zum Gruße. Nun, setzt euch. Drinnen sind mehrere große kofferartige Dinge, die man hohe Koffer, die man aufgestellt hat und die aufgeklappt sind. In dem Inneren sich ganz viele Tiegelchen und einiges Werkzeug zum Anbrauen von Tränken oder zum kleines Messerchen, Skalpelle, Scheren, aber auch Verbände kann man sehen in einem Koffer. Es sind so ein bisschen, man könnte es sich vorstellen als Reise Apotheke, mehr oder weniger. Verzeiht, es ist etwas unaufgeräumt hier. Ich heiße dich herzlich willkommen zurück im Namen des Drei-Schwestern-Ordens, Bruder Osko. Es fühlt sich gut an, wieder hier zu sein. Weißt du, was mit den anderen geschehen ist, die mit dir losgezogen sind? Osko schaut nach unten. Moment.
Sie sind tot. Wenn ihr die Gruppe meint, mit der ich aufgebrochen bin damals. Oh. Das tut mir leid. Wann ist es passiert? Wir kamen gerade über den Pass, haben einige wenige Ebenen durchquert und dann haben uns schwarz gerüstete Reiter abgefangen und uns erkannt. Und unsere Absicht. Dann war es geschehen. Verstehe. Und ihr habt dann die ganze Zeit lang ausgeharrt? Osko liegt. Mora legt eine Hand auf Oskos Schulter. Das ist Jahre her. Ja. Meinen tiefsten Respekt und mein allerherzliches das Beileid, Bruder. Danke. Es ist schwer vorstellbar, was du durchlitten haben musst. Trennt von deinem Orden. Aber du hast den Weg zurückgefunden. Ja. In erster Linie auch wegen ihr. Und Osko blickt zu Mora hinüber. Man könnte sagen, ich hatte im größten Unglück größtes Glück gehabt. Ich wurde aufgelesen und in ein Dorf gebracht. Und wir beide und unsere anderen Gefährten haben uns dann auf die Reise zurückgemacht zum Wall. Ist der Glaube an die drei Schwestern gewachsen hinter dem Wall? Ich befürchte nicht, nein. Dort wächst nichts. Verstehe. Zumindest nichts Gutes. Nun, dann sind wir der Herrin dankbar für das, was wir bekommen haben. Osko nickt. Es ist, wie sie sagt, im Osten. Es war mir alleine nicht möglich, was weiter zu verändern. Der Einfluss der dunklen Mutter war zu allumfassend. Und ich sah die Gefahr, dass ich bei einem offeneren Vorgehen umkommen würde, als deutlich wahrscheinlicher an, als dass dieses etwas bewirken könnte. Das klingt so, als hättest du Dinge gesehen, die ich niemandem wünsche. Das haben wir alle. Ja. Wenn es dich ein bisschen tröstet, ist das Anliegen deines Meisters ist immer noch stark in unserem Orden. Deswegen haben wir uns auch dem Schlachtfeldzug angeschlossen. Ja. Sehr, sehr viele Anhängerinnen und Anhänger der Mutter Pereine sind gefolgt. Sie verrichten ihren Dienst im Lazarett. Ja, vielleicht magst du helfen. Das bringt dich vielleicht auf andere Gedanken. Ja, sehr gerne. Ich sitze schon viel zu lange hier rum. Nun, du bist während der ganzen Jahre sicher mit einigen in Kontakt bekommen, aber mit wenig, was du eigentlich solltest als Novize, nicht wahr, wenn du deinen Meister verloren hast? Ja. Alles, was übrig blieb von meinem alten Leben, war das hier. Und Osko streicht über das Buch. Ah. Darf ich es mal halten? Natürlich. Osko reicht das Buch hinüber.
Er nimmt das etwas gezeichnete Buch. Oh, du hast dir Notizen gemacht. Ja. Ich war fleißig. Blätter getrocknet zwischen den Seiten. Vorbildlich. Die Zeichnungen reichten mir nicht aus. Ich brauchte ein echtes Beispiel. Nimm die getrocknete Pflanze hoch, hält die so unter die Nase. Ja, auch wenn er abgetrennt war von euch, er hat den allerbesten Dienst an der Göttin geleistet, den man leisten konnte in dieser Situation. Weißt du, Mora war der Name, nicht wahr? Richtig. In gewisser Weise könnte man sagen, dass Pflanzen immer einen Teil von sich abtrennen, um Neues gedeihen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass der gute Osko vielen auf den Schlips treten wird innerhalb unseres Ordens mit seinen Vorgehensweisen, die er sich über die Jahre angeeignet hat, dort drüben im Osten. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber ich bin mir auch sicher, dass er mit seinem neu erworbenen anderen Wissen den frischen Wind in den Orden bringen kann. Ich meine, ohne ihn hätten wir es gar nicht durch den Wall geschafft, oder? Ist das so? Mora übertreibt. Es war vor allen Dingen Astario und sein Wissen, der uns da durchgebracht hat. Astario ist wer? Auch einer meiner Gefährten. Ich weiß nur gerade nicht, wo er ist. Dessen Wunden du geheilt hast. Das war nicht ich. Perrin hat ihn geheilt. Ich war nur das Mittel. Aber du hast ihn geheilt. Ja, das hätte ich alleine niemals geschafft. Und die Herrin ohne dich auch nicht. Man darf auch stolz auf seine Leistung sein, Osko. Eine wichtige Lektion. Man soll den Stolz nicht vor sich hertragen, aber anerkennen. Wo wir gerade von Astario sprechen. Wisst ihr, wo er ist? Geht es ihm gut? Nun nicht, der Name sagt mir nichts. Aber eure Gefährten waren ja im Lazarett untergebracht, nicht wahr? Ja. So. Geh davon aus. Einige von ihnen waren verwundet und gezeichnet. Also das Sagen über das Lazarett hat Kasmine. Ich denke, da ist er in guten Händen. Da bin ich mir sicher. Nun, wenn ihr schon so viel Interesse an eurem Gefährten habt, dann solltet ihr ihn vielleicht aufsuchen. Mich wundert sowieso, dass ihr eurem Gefährten von der Seite gewichen seid. Nicht freiwillig. Genau. Wir wurden getrennt, als wir aufgelesen wurden. Ach, die Soldaten bestimmt, nicht wahr? Ja. Das ist ein fürchterliches Heerlager hier, wenn ich das mal so sagen darf. So viele hohe Tiere hier. Von Mersings und Praios Geweihten, sogar der Hauptmann der Sonnenlegion ist hier vertreten, wenn ihr versteht. Ganz, 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 ganz hohe Menschen. Wirft ein vielsagender Blick zu Osko. Und Osko erwidert den Blick gleichermaßen. Nun, es ist Borondria zu verdanken, dass und dem Golgaritenorden generell, dass
wir die verschiedenen Markgrafen und Heermeister und die Truppen aus Romilis und die Truppen aus Gallis vereinen konnten für die Schlacht. Aber das führt nun hier dazu, dass sich hier sehr viele große Egoismen begegnen, wenn ihr versteht, was ich meine. Viele hohe Tiere auf zu engem Raum. Und wo so viele hohe Tiere auf engem Raum sind, sind auch, naja, diejenigen, die sie schützen wollen oder auch vorhanden. Naja. Es ist alles ein bisschen schwierig mit den Soldaten hier. Aber Osko dreht sich um und zieht etwas aus seiner Tasche. So wie du aussiehst, bringt man dir bestimmt nicht den Respekt entgegen, der dir gehört als Anhänger des Drei-Schwestern-Ordens. Du musst verstehen, seit du weg warst, ist unser Orden gewachsen. Und wenn du heute jemandem sagst, du gehörst zum Orden, und das tust du immer noch, hoffe ich, wenn du möchtest. Gewiss. Dann wirst du sicherlich merken, dass die Leute dir etwas mehr Respekt zollen, als es vielleicht noch da war, als du mit deinem Meister losgezogen bist. Reicht dir so ein Bündel Stoff, seine Ordensrobe der Pereine und einen Anhänger mit einem Ehrensymbol drin. Ich danke euch. Vielleicht warte ich mit deiner Freundin draußen, während du dich umziehst, und dann stelle ich dich vor, damit du draußen ein bisschen den Respekt bekommst, den du verdienst als Held der Schlacht, so wie ich es verstanden habe. Ist doch so, wie, Mora, oder? Wie ihr meint. Natürlich. Er grinst. Ja, dann ziehe ich mich um. Ja, ja. Ihr wartet kurz draußen und der Pereine-Geweihte dreht sich dann zu Mora hin. Hätte ich mich eigentlich vorgestellt? Perdan heiße ich. Seid gegrüßt, Perdan. Mora Wallrand. Ihr habt so viele Geschichten bestimmt zu erzählen über die Ostrabenmark. Ich will sie alle hören. Am besten bei einem guten Schluck Tee. Doch, doch, doch. Auch die ganz schlimmen. Ich muss genau wissen, was auf uns zukommt, wenn wir nach in den Osten reisen. Wisst ihr, ich habe vor, ein Kloster zu gründen. Also nicht ich alleine, aber mein Orden. Wenn die Truppen hinter dem Wall erfolgreich sind, muss es einen Ort des schillernden Hoffnung geben. Und was ist dort besser als ein Kloster? Und dann habe ich euch tatsächlich noch ein paar Geschichten zu erzählen. Den Golgariten und den Praioten, schaut sich so, möchte ich die Ostrabenmark nun wirklich nicht überlassen. Und sie stehen nicht wirklich für Hoffnung. Naja, doch, tun sie schon, aber ihr wisst, was ich meine. Die sind ein bisschen schwierig. Ich weiß, was ihr meint. Und wenn ihr schon erzählt habt, dass dort drüben nichts wächst, das kann man ja nicht auf sich stehen lassen. Es gibt immer eine Chance, dass etwas wachsen kann. Ich glaube, ihr habt noch viel Arbeit dort zu erbringen und zu leisten. Die Herrin Pereine sagt, vor der Ernte muss man immer viel arbeiten, damit die Saat auch gut aufgehen kann. Und ich bin mir sicher, Osko hat, auch wenn er sich klein halten musste, einiges gesät, oder? Ja, das hatte irgendwie schon. Aber vielleicht anders, als sie denkt. Aber auf die beste aller Weisen. Ich bin ein sehr großer Vertreter darin, ungewöhnliche Wege zu gehen. Ich habe sogar einmal es geschafft, zwei Pflanzen miteinander zu kreuzen. Das war ein toller Erfolg, als ich die kleine Pflanze habe sprießen sehen. Ja, ich verstehe nicht viel von dem, was ihr tut, aber ich glaube, ihr werdet Oskos Werk auf jeden Fall wertschätzen. Da bin ich mir sowas von sicher. Ein Novize, so lang allein auf sich gestellt, nur mit dem guten Lieber. Das bedeutet,
Ich hatte damals recht, als ich es zum Pflicht gemacht habe, dass jeder Novize mit diesem Liebe ausgestattet werden soll. Man hat mich belacht und hat gesagt, nur aus dem Buch lernen, das geht ja nicht, das reicht niemals. Und ich habe gesagt, man braucht eine gute Grundlage und Osko ist der lebende Beweis, dass das stimmt. Ich sage mal, es hat ihm das Leben gerettet. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist viel. Und so hoch wollte ich das gar nicht hängen, die Geschichte. Oh mein Gott, er wird ein bisschen rot. mein Gott, Entschuldigung, ja. Auch das ist eine gute Geschichte, die ihr euch erzählen kann. Wie gesagt, ich möchte sie alle hören. Und dann geht die Plane beiseite und Osko tritt das erste Mal aus in vollem Ornat auf den Platz und strahlt auf irgendeine Weise. Richtig, läuft das erste Mal, nicht das erste Mal, aber läuft gerade aufrecht und atmet sehr frei. Mora hat ihn so noch nie gesehen, glaube ich. Ja, sie nickt auch sehr anerkennt. So gut sahst du noch nie aus. Danke. Bitte aber... besten Grüßen. Und Bruder Osko, dann geht vor. Ihr kennt den Weg zum Lazarettzelt, nicht wahr? Ja. Ja. Dort entlang. Er ist gut darin, den Weg zu finden. Das gefällt mir. Und sie lächelt nur und folgt ihm. Wenn ihr auf dem Platz ankommt, seht ihr einen etwas einsam und verlassen dastehenden Jandrik, der ein bisschen durch die Gegend schaut. Ah, Gott sei Dank. Jandrik! Ich suche kurz, von wo die Stimme kommt, und als ich die zwei dann sehe, hier drüben, stütze ich kurz, schaue mir beide an, dann lächle ich und komme auf sie zu. Osko im vollem Ornat der Pereine. Was haben sie denn mit dir gemacht? Darf ich vorstellen, Bruder Osko. Oh. Danke, Mora. Ja, ich... Ich verbeuge mich deutlich tiefer, als es nötig wäre. Ja, danke. Alles, komm her. Du musst nicht gleich rot werden. Wie ist es euch ergangen? Geht es euch gut? Noch alles dran. Ja, auf jeden Fall. Das war... Ich hab zu sehen. Wie geht's dir? Ja, gut. Ich bin ein bisschen überwältigt, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe gerade Astanio gesehen. Er wird irgendwie verhaftet oder sowas. Ich weiß es nicht genau, aber... Was? Ja. Verhaftet? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht genau verstanden. Er meinte, er hätte da noch was zu erledigen. Er wollte nicht, dass ich es höre. Wahrscheinlich will er nicht, dass ich von seinen... vielen Schandtaten erfahre oder so, ich weiß nicht, aber Jelena ist bei ihm, also wird es schon okay sein. Die passt gut auf ihn auf, glaube ich. Hoffentlich. Wenn nicht sie, wer dann? Sind das Stimmt. Die Namen der Gefährten von dir, Osko? Meint Perdan. Ich erschrecke kurz, weil ich den Mann erst gar nicht richtig wahrgenommen habe. Dann es tut mir leid, weil ich mich nicht vorgestellt habe. Jandrik Eichblatt. Ja, dann Erwald. Reine zum Gruße. Ich gehöre zum Gorgoritenorden irgendwie. Ja, das sieht man euch gar nicht an. Aber muss man ja auch nicht. Ja, es ist kompliziert. Ich habe meine Kleidung, das ist noch meine Reisekleidung, wenn ich ehrlich bin. Ich kam noch gar nicht dazu. Naja, es stehen noch viel. Egal. Er reichte die Hand. Ja, ich nehme sie. Macht nichts, mir gefallen Reisekleidung viel besser als diese prunkvollen Rüstungen. Zwinkert dir zu. Mir glaube ich auch. Wo wollt ihr hin? Wir wollten... Ja, ich wollte Osko das Lazarett zeigen.
und suchte seine Gefährten. Aber einen haben wir ja anscheinend gefunden. Ja, euer Gnaden, von da komme ich gerade. Ich, wie gesagt, einer unserer Gefährten wird dort wohl befragt. Ich glaube, es ist besser, wir halten uns erstmal davon fern. Ich denke auch, wenn es Leute vom hohen Rang sind, haben wir da, glaube ich, nichts zu suchen. Nun, ich habe also auch ganz schön Hunger. Nimm nicht die Suppe. Nicht? Die ist gestreckt. Da wird also jemand befragt, den wir aufgegriffen haben, der ein Gefährte ist eines Mitgliedes unseres Ordens? Ja, ganz genau. Das bedeutet, der Drei-Schwestern-Orden hat ein Recht davon, dabei zu sein bei der Befragung. Ihr habt recht, ja. Na, vielleicht sollten wir da mal hingehen. Na dann, Bruder Osko. Ja, das ist... Bruder Osko, ich gebe euch den offiziellen Auftrag des Drei-Schwestern-Ordens, dafür zu sorgen, dass ihr den Orden gut vertretet bei dieser Befragung. Osko verneigt sich überschwänglich. Ich verstehe, sehr wohl. Dann, Janrik, wo ist das Zelt? Deutet in die Richtung, von der er weiß, dass sie gegangen sind. Aber ob ich weiß, wo sie genau hin sind, das... Oh, zu dem Lager der Magier. Ja, ich glaube dort, ja. Ich weiß, wo das ist. Folgt mir, Osko. Ja, vielen Dank. Ja, dann komme ich wohl mit, ja. Die Magier sind ganz schön hochnäsig. Musst du ein bisschen aufpassen. Ich werde hier stehen und beobachten, wie du dich schlägst. Im Austausch mit ihnen. Ach, großartig. Naja, wenig. Wir müssen einiges nachholen. Deine Novizenzeit muss ein bisschen beschleunigt werden, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das ist alles gerade etwas schnell. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal solche Kleider gesehen. Da war ich noch deutlich kleiner. Bruder Osko, er bleibt stehen, hält dir so die Hand auf die Schulter. Jemand, der all die Jahre unter dem Schrecken der dunklen Mutter gelebt hat. Für den ist so ein Magier aus Romulis ein Fliegenschiss. Okay. Sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Nein, alles gut. Schweigen habe ich auch drüben gut gelernt. Immer dann, wenn es angebracht ist. Schweigen ist immer gut, wenn du mit anderen, also von Jandriks Art, zu tun hast. Ja. Die mögen das. Oh. Dass dann gar keiner mehr spricht. Okay. Das wird dann auch interessant, ja. So eine unangenehme Stille dann. Habe ich auch immer so empfunden. Naja, also ich gehe da nicht mit. Mir hat der Alte klar zu verstehen gegeben, dass er mich nicht dabei haben will. Ich gehe mal nach Weinen oder sowas suchen. Mora, was machst du? Nun, und sie guckt sich jetzt ein wenig fragend um zu Osko. Wenn... Naja, eigentlich habt ihr beide genauso ein Anrecht dabei zu sein wie ich. Neben meiner neuen... Ihr wisst schon. Und du kennst doch mittlerweile auch Astanio genug. Er drückt sich manchmal etwas harsch aus. Das war schon sehr, sehr deutlich. Ich glaube, es ist ihm peinlich oder so. Außerdem habe ich auch für ein paar Wochen genug von dem Gefasel des alten Mannes. Wie gesagt, geht ihr nur. Ich schaue mich ein bisschen im Lager um. Hast du mal Jahre mit ihm zusammengelebt? Und Osko zwinkerte zu. Klingt schlimm. Ist das so? Umso besser. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Gut, dann gehen wir. Nun, wenn das so eine Ordenssache ist, Osko. Dann bleibe ich lieber hier. Also ich suche dringend jemanden, der mit mir Wein trinkt. Ich zwicke ihr zu. Na dann. Dann sucht schon mal Wein.
Ja, sie ist froh, sich einen Vorwand gefunden zu haben, dann nicht hinzumüssen. Jandrik, wenn ihr den besten Wein bzw. die beste Weinkennerin sucht, fragt doch im Lazarett nach der guten Kasmine. Das klingt auch vielversprechend. Ich danke euch vielmals, Herr Gnaden. Dafür nicht. Auch wenn die Freuden der Weingöttin nicht Bestandteil unseres Ordens sind, gebe ich mit einem Augenzwinkern zu, dass ein guter Wein an einem Lagerfeuer und die Füße auf einem Schemel hochgelegt, in einem Bärenfell auf einem Stuhl, doch eine der schönsten Vorstellungen sind, die ich mir denken kann. Jetzt habe ich Durst. Bärenfell. Wie sagt ein Torvala? Das wohl. Na dann, auf. Ja. Osko verlässt Jandrik und Mora und so läuft hinüber zum Magierzelt, wo Astanio und Elena schon früher angekommen sind. Gemeinsam mit Alike Rattel. Rattel, genau. Nur, ihr werdet erstmal allein gelassen. Nur Halike und die beiden Golgariten bleiben mit euch im Zeltraum. Nun, ja. Meint Halike, machen wir uns das etwas bequem. Ihr sitzt etwas angespannt da, alter Mann. Ich bin nicht alt, ich bin erst 40. Elena sieht, wie sie eine Augenbraue hochzieht. Das müsst ihr mir erklären. Alterungsfluch. Sehr interessant. Sie blickt sich um zu den beiden Golgariten. Nun, hier werden gleich ein paar Fachtermini fallen und es wird ein ganz langweiliges Gespräch über magierinterne Dinge. Vielleicht wollt ihr draußen warten? Auf keinen Fall! Verschränkt die Arme. Und dann flüstert ihr Ellurion etwas ins Ohr. Sie ist leicht irritiert. Ja, geh ruhig. Und Ellurion macht sich dann auf den Weg nach draußen. Und lässt euch mit den beiden Frauen alleine. Lena beschreibt dann Astanio auch die Szene, dass jetzt der Soldat rausgegangen ist und nur noch die beiden Frauen da sind. Er sieht ja noch nicht so wirklich irgendwas. Alike verschränkt dann wieder die Arme. Okay. Wie machen wir das am besten? Ihr erzählt von vorne. Ich habe hier keine Bücher schon gar nicht Bücher eures Regiments oder eurer Akademie. Ich kann mir grob aus euren Worten zusammenreimen, was da wohl passiert ist. Aber vielleicht erzählt ihr von vorne und ich entscheide, wie man weiter verfährt. Astadio greift doch bei Lach der Hand von Elena. Ja, die hält auch die Hand und macht sich darauf, bereitet sich darauf vor, dass es gleich ziemlich wehtun kann. Drückt auch die Hand, geht zurück dann. Deine Entscheidung, wie viel du erzählst. Es ist vorbei, weglaufen funktioniert nicht mehr. Die Schlacht um Beilung. Was heißt Schlacht? Belagerung. Sie hält immer noch an. Ja, ich sag mal der Anfang. Kurz bevor die schwarzen Truppen vor den Toren aufgetaucht sind, wurde ich zum Hauptmann der dritten Seejagd befördert. Ich hatte 50 bis 60 Leute
unter meinem Befehl. Und Ilna sieht wirklich, wie schwer Asayo es gerade fällt, die ganze Geschichte wieder aufkommen zu lassen und wie ihm Tränen in den Augen, in den erblindeten Augen aufsteigen. Drückt seine Hand so noch ein bisschen, massiert ihn. Wir waren damit beauftragt, die Flanke zu sichern. Das haben wir auch getan. Ich komme nicht ohnehin. Und jetzt, Elena, jetzt kommt der Teil der Geschichte, den ich dir nie erzählt habe. Wir wurden hintergangen. Nein, nein, ich wurde hintergangen. Ihr müsst verstehen, ich war zu dieser Zeit mit einer sehr attraktiven Frau liiert. Für mehrere Wochen. Diese Frau stellte sich als Spion des Feindes raus. Nicht nur als Spion des Feindes, als Magierin. Verstehe. Der habe ich, und Astanio versucht irgendwie sein Gesicht nach dem Finger zu umrunden, das hier zu verdanken. Hm. Wenn ihr erlaubt, schaut Elena an und macht so eine magische Geste in ihre Richtung. Fragt ihn, was ihr vorhabt. Ich kann nicht für ihn, kann ja selber sprechen. Ich würde mir das gerne anschauen, Hauptmann. Wenn ihr wollt. Oculus. Elena sieht sonst nichts außer dieser Handbewegung und nichts weiter, aber sie nickt dann nur. Hey, hey, hey. Im Götterfürsten selbst. Das sieht ziemlich übel aus. Mal ganz davon abgesehen, dass ihr ausgebrannt zu sein scheint. Was ist passiert? Wir wollten eines nach dem anderen klären, richtig? Ich glaube, das muss später erzählt werden. Ja, aber das ist ja kein Zustand. Wartet. Du hörst Schritte, wie sich sie entfernen und Elena sieht, dass sie quer durch das Zelt läuft, hinter so eine Aufhängung, so eine Plane dahinter geht. Du hörst etwas rumpeln in einer Kiste und dann tritt sie mit so einem kleinen Flakon wieder vor die Wand. Sie hat irgendwas geholt, irgendeinen Trank? Gibt's sowas? Bevor ihr weiterredet, Hauptmann, der Zustand, in dem ihr euch befindet, ist so prekär, dass ihr keine Gefahr für mich oder für irgendwen darstellt gerade. Wenn Richtig. Ich euch das hier jetzt wieder gebe und euch Mardas Gaben zumindest ein bisschen zurückerstatten kann, stellt ihr dann eine Gefahr dar? Nein. Ich schwöre auf meinen Status als Magier. Und wie viel bedeutet denn noch bei einem Hauptmann, der, ohne dass ich die Geschichte jetzt zu Ende gehört habe, aber aus eurer Haltung und eurem Gebaren und dem, was ich gehört habe, kann ich mir viel zusammenreimen. Wie viel, denkt ihr, ist euer Wort wert? Und auch der Schwur auf euer Siegel. Wollt ihr meine ehrliche Meinung dazu hören? Ja. Nicht einmal der letzte Pfifferling, den ihr in eurem Gewändern finden würdet. Warum sollte ich euch dann den Trank geben? Das ist eure Entscheidung. Das kann ich euch nicht abnehmen. Sophie, ich bin eine gute Zuhörerin, Hauptmann.
Ich habe viel zwischen den Zeilen gelesen. Ihr reist mit einer Amazone über den Todeswall. Ich glaube, ihr wart sogar in Begleitung von einem aus dem Golgaritenorden. Richtig. Seit der Schlacht von Beilung sind Jahre hier vergangen. Ihr habt mit einem Fluch gelebt, der euch hat altern lassen. Und ihr habt in all den Jahren, die ihr in der Ostrabenmark verweilt seid, das weiße Gildensiegel des Schwert und Stab zu Beilung nicht entfernt, obwohl ihr Möglichkeiten hättet, es zu tun. Das stimmt. Warum schwört ihr nicht auf das? Ihr sagtet das doch selbst. Was ist das Wort eines Deserteurs wert? Das Wort eines Deserteurs nicht, aber das Wort von jemandem, der trotz allem noch festhält an dem, was er ist. Es wäre ein einfaches gewesen, alles auszulöschen, sich dem Feind anzuschließen. Anscheinend habt ihr das nicht gemacht. Und da ihr noch lebt, müsst ihr untergetaucht sein. Und da ihr untergetaucht seid, gehe ich davon aus, dass ihr es euch darauf versteht, etwas vorzugaukeln. Und wenn ihr das könnt, rechne ich euch hoch an, dass ihr jetzt die Wahrheit sagt. Denn ihr könntet jetzt auch erzählen und untertauchen. Es wäre euch ein leichtes gewesen, zu mir zu sagen, ja, ich gehöre zu Schwert und Stab, zu Gareth. Verlange mit meinem Orden zu reden, lasst mich abreisen. Ich hätte euch gewähren lassen. Ich kenne euch nicht, ich kenne den Orden nicht, kenne nicht alle seine Mitglieder. Es wäre ein Klacks für euch gewesen, wieder unterzutauchen. Aber ihr habt das nicht entschieden, so vorzugehen. Das heißt, das Wort eines Deserteurs zählt nicht viel. Aber das Wort von jemandem, der anscheinend Genugtuung sucht, das zählt bei mir zumindest einiges. Und wenn eine Amazone ihn stützt und hilft, die aufrichtige Streiterin für Rondra, ist das für meine etwas älteren Augen ein weiteres Indiz dafür. Den hat auch dann irgendwann, also dieses aufrechte Amazonen auf den Blick, das hängt so. Aber Amazonen sind nicht dafür bekannt, dass sie Deserteure begleiten. Und die Art, wie sie euch geführt hat aus dem Zelt, wie sie eure Hand gehalten hat und noch jetzt hält, verrät mir, dass da sogar noch mehr zwischen euch beiden vonstatten geht. Und wenn ich alles das, was ich über die Kurkuma-Amazonen weiß, aus meinem Gedächtnis herauskrame, dann frage ich mich, warum ihr euch selbst als Deserteur bezeichnet. In eurem Schwur. Als unser Angriff, als wir die Flanke erfolgreich verteidigt hatten, sahen wir, wie die ganze Meute das große Tor angriff. Ich entschied, musste mich in Sekundenschnelle dafür entscheiden, entweder bleibe ich auf meinem Posten oder wir rennen dorthin. Doch ich habe das Tor fallen sehen. Dementsprechend habe ich mein Schwert genommen und meine Truppen dorthin geführt. Nun rinnen Astania wirklich Tränen das Gesicht herunter. Ist ein Ungetüm. Nicht größer als ein kleines Kind, nicht größer als ein mickriger Hund.
in unsere Mitte gesprungen und die Körpergröße hat nicht die Größe seiner Macht und seiner Tötungskraft ausgemacht. Es sind alle gestorben. Es sind alle gefallen. Und als dann die Choräle ertönt sind, Mr. Stain, unter diesen Leuten waren meine besten Freunde. Erst als die Choräle ertönt sind, ist dieses Wesen verschwunden. Und dann bin ich es auch. Warum? Weil ich versagt habe. Bei was? Asanio stockt. Ein Hauptmann hat seinen Trumpf zu schützen. Das stimmt. Ein Hauptmann hat aber auch Befehle auszuführen. Das stimmt. Ein Hauptmann hat auch Soldaten in den Tod zu schicken, wenn es erforderlich ist. Seid ihr nie auf die Idee gekommen, dass euer Hauptmannsstatus Tote mit sich bringen wird? Was dachtet ihr, ein Soldat? Was tut ein Soldat? Er kämpft bis mit seinem Lebensende. Und noch seid ihr im Leben. Richtig. Also habt ihr versagt darin, auch zu sterben, wie eure Truppen? Richtig. Und was meint ihr, wer ist daran schuld? Und das Stadio blickt in die Richtung, wo die Stimme herkommt. Ich. Inwiefern? Ihr habt erzählt, dass ihr hintergangen wurdet. Und dann habt ihr erzählt, dass ihr das Tor gehalten habt. So wie es eure Aufgabe war. Ich sehe noch nicht, wo eure Verschulden liegt. Ich hätte bei den Chorälen zurückgehen sollen. Aber ich habe das Schwert meines Freundes genommen und bin abgezogen. Richtig. Das wird euch wohl die Stadt Beilung als Desertation insrechnen können. Und ich verstehe immer noch nicht, warum ihr das getan habt. Falsches Ehrgefühl vielleicht. Glaubt ihr, dass ihr zuerst hättet sterben sollen? Richtig. Verstehe. Ich komme zurück zu meiner Ausgangsfrage. Auf was könnt ihr schwören, damit ihr das Flakon erreicht? Asanio hebt die Hand, die mit Elenas Hand verschränkt ist, darauf. Elena kommt ein ungläubiger Blick, aber sie nickt dann. Verstehe. Darauf. Sie reicht Elena das mit dem Flakon. Dann würde ich den an Asanio irgendwie weiterreichen. Sie kann Elena den Flakon nicht reichen. Elena hat den eine Hand am nächsten Asanio und den der anderen in der Schlinge. So ein, ja, du hast ihn so in deine Richtung gehalten. Ihr könnt ihm doch auch das direkt geben. Ich möchte sehen, wie ihr das macht. Okay, dann löst Elena die Hand und nimmt den Flakon. Asanio, der Flakon ist, ich reiche ihm dann, gehe wieder zu seiner Hand runter und gebe ihm den dann.
bitte, hier, kriegst du das alleine hin oder soll ich dir helfen? Als das Tanjo den Flakon in die Hand nimmt, zittert er und ist droht auszulaufen. Also das Stoff ist wahrscheinlich schon oft gut, dann führt sie das in den Mund und flößt sie das vorsichtig ein. Langsam schlucken. Und das Tanjo tut wie geheißen. Magische Art und Weise rinnt die etwas dickflüssige Flüssigkeit den Hals von Astanio herunter und bewirkt sofort eine erfrischende Wirkung. Du kannst tiefer einatmen, als du es gewohnt bist. Du fühlst dich innerhalb von wenigen Augenschlägen besser. Ein Kribbeln kehrt in deine Hände wieder zurück und die Schemen und das Weiße vor deinen Augen lichtet sich. Elena kann in seinem Gesicht sehen, wie das Weiß in den Augen verschwindet. Als wäre es nie da gewesen und die weichen Augen, die du kennst, wieder zutage treten. Ein leicht ängstlicher Blick und das Erste, was Astanio sieht, ist Elenas Gesicht vor ihm. Hey. Und Astanio bricht mit einem Schluchzen in Tränen aus und lehnt sich an Elena. Nicht die andere Seite. Sie nimmt ihn dann erstmal in den Arm. Hey. Elena reibt ihm über den Rücken. In dem Moment kommt Osko am Zelt an. Zwei Wachen stehen vor dem Zelt. Osko schaut die beiden Wachen an. Ich habe gehört, dass meine Freunde hier sind. Und wer bist du? Osko, schau kurz zu Perlen rüber. Ich bin Bruder Osko vom Orden der drei Schwestern zum Felde. Ich und wer sind deine Freunde? Astanio und Elena. Sie sind da drin. Ich würde gerne zu ihnen. Ich habe, glaube ich, ein Anrecht darauf. Sie haben eine Unterredung mit der Magistra Maga. Magna. Interessant. Ich denke, der Orden hat ein Recht darauf, dabei zu sein. Wenn die beiden schon verhört werden. Warum? Nun, es ist doch interessant zu erfahren, was sie zu berichten haben. Was geht es den drei Schwesternorden an, was die Magiergilde hierhin tut? Gleiches könnte man die Magier fragen. Aber ich glaube, wir ziehen alle später wieder nach Osten. Und? Osko schaut etwas zu Perlen rüber. Sie schaut genugtuend und hat die Hände so verschränkt. Lächelt dich an. Ihr müsst verstehen, der Grund, warum ihr hier gesiegt habt, das waren wir. Und deswegen möchte ich jetzt da hinein. Ich möchte wissen, wie es meinen Freunden ergangen ist. Und ich möchte wissen, warum sie hier vorgeladen werden. Der Grund, warum wir gesiegt haben, ist der... Ist, dass der Wald zusammengebrochen ist. Ich glaube, das habt ihr nicht zustande gebracht. Sag, der Drei-Schwestern-Orden hat das zustande gebracht. Das haben wir zustande gebracht. Ich und vor allen Dingen der Mann dort drin. Genauso wie unsere Gefährtin Elena, die dort drin steht.
die schwarz gekleidete Margaritin, die neben dem Zelt angelehnt an einem Pfosten die Sache beobachtet hat, tritt nun dazu. Horon zum Gruße. Kam nicht umhin, das Streitgespräch zu belauschen. Verzeihung. Mein Name ist Bishtariel von Mersingen. Gerade zum Gruße, Bishtariel. Die Befragung hat noch nicht stattgefunden, also die offizielle Befragung hat noch nicht stattgefunden, sonst wäre ich Teil dessen. Aber ich bin mir sicher, und sie schaut so die Wachen an, neben dem Orden des Golgari hat der Drei-Schwestern-Orden ebenso als Teil des Heers wirklich ein Anrecht reingelassen zu werden. Und der spricht für den Drei-Schwestern-Orden? Der da? Die schaut so zu dir. So hält einen kurzen Moment inne. Ja, das tue ich. Nun. Für den ganzen Orden? In diesem Falle ja. Perdan tritt so an deine Seite. Im Namen Perrines, Zars und Travias. Im Sinne dreier der Zwölfe spricht dieser Mann. Und wer seid ihr, ihm den Weg zu versperren? Bishtalia tritt dann auch neben Osko. Mach aus dreien vier. Bei Sinde. Nun gut, tretet ein. Dankeschön, mein Perdan. Vielen Dank. Und Osko zieht die Plane beiseite und sieht dann die Szene, wo Astanio und Elena sich umarmen. Und davor steht halt die Weißmagierin mit verschränkten, in die Hüften gestemmten Arme und grinst ein bisschen. Osko hält einen Moment inne, beobachtet das Ganze. Ein schöner Anblick. Wir sind zum Gruße. Wen haben wir denn da? Lena ist gerade noch voll auf Astanio konzentriert und versucht, den weiter zu beruhigen. Wenn da nichts, schaut so kurz auf, nickt Osko zu und kümmert sich wieder um Astanio. Wenn ihr gestattet, diese beiden sind, glaube ich, gerade anders beschäftigt. Das ist Elena von Kurkum. Und das ist mein Gefährte. Das ist mein Astanio. Zu Janisberg. Reine zum Gruße. Halike tritt zu Elena und Astanio, legt den beiden so jeweils eine Hand auf die auf den Körper. Ich glaube, wir müssen unsere Besprechung ein bisschen auflösen. Jo. Geht's wieder? Mit geröteten Augen kommt Astadios von Elenas Schulter weg und nickt einfach nur stumm. Schaut auf seine Füße. Elena greift dann wieder mit ihrer jetzt wieder freien Hand wieder seine Hand und setzt sich dann auch wieder neben ihn. Alike beugt sich zu Asanio. Könnt ihr aufstehen? Es geziemt sich nicht für einen unserer Zunft zu sitzen, während die anderen alle stehen. Schon gar nicht für einen Hauptmann. Mit wackeligen Beinen steht Astanio auf, muss sich aber am Tisch erstmal aufstützen. Elena steht da mit auf, hält ihn auch fast von der anderen Seite. Und Osko sieht, dass die Elena auch ihre Hände wieder in Oskos in Astanios verschränkt hat. Bishtalia meint
Wir sind hier im Namen des Ordens des Golgari und der Dreischwesternordens und würden der Befragung gerne beiwohnen. Die Befragung hat noch nicht angefangen. Wir haben nur dafür gesorgt, dass sich der Patient besser fühlt. Aber ich denke, da der Vertreter des Dreischwesternordens zu den Gefährten von Herr von Jannisberg gehört, ist das okay. Und wie könnte ich Ihnen, Frau von Mersingen, etwas abschlagen? Sie nickt. Geben Sie mir noch kurz einen Moment mit dem Kranken. Natürlich. Wie erwünscht. Ihr auch, Elena von Kurkum? Vielleicht begleitet ihr euren Bruder Osko nach draußen. Mach ich. Bis gleich, Astonio. Ist es okay, wenn ich gehe? Astonio löst nur widerstrebend die Hand von Elenas. Sie drückt ihr nochmal, bevor sie sich dann gänzlich von ihm löst, die Hand. Wir sehen uns ja gleich wieder. Er nickt nur. Und als er auf Osko schaut, sieht Osko, wie er plötzlich ziemlich rot wird und sich abwendet. Osko zieht nur eine Brauer hoch. Von Jannisberg. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir weiterverfahren. Erstens, wir machen komplett reinen Tisch. Das wird ein schneller Prozess hier. Gernot von Mersingen, der Markgraf, ist vor Ort. Wird Gericht halten in Armeesachen. Auch wenn wir niemanden aus Beilung hier haben. Aber wenn das, was ihr mir erzählt habt, wahr ist, ist es tatsächlich eine Fahnenflucht. Astanio nickt. Aber als Angehöriger der Weißen Gilde, habt ihr das Recht, dass im Tribunal ein Magier sitzt? Mit eurer Erlaubnis werde ich das sein. Mit Freuden, Magister. Ihr werdet nicht darum herumkommen, eine Verurteilung zu bekommen. Dies ist mir bewusst. Die wird hart ausfallen. Wenn ihr geständig seid, kann ich vielleicht etwas für euch herausschlagen. Und das dann als nicht. Magier habt ihr eine Sonderbehandlung zu erwarten. Jeder normale andere Hauptmann würde mit Schimpf und Schande entlassen, wenn nicht sogar noch Schlimmeres. Ich denke, das wisst ihr. Ja. Aber unsere kleine Unterhaltung eben hat mir auch gezeigt, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Auch wenn ihr euch selber das noch nicht richtig eingestanden habt eben. Aber ihr habt, glaube ich, auch gemerkt, was in euch schlummert, oder? Wie meinen? Ich verstehe nicht ganz. Ihr wart bereit, etwas zu tun für das Flakon und auf etwas zu schwören, von dem ihr lange gedacht hattet, es wäre verloren. Kann ich mich darauf verlassen, dass ihr als Mitglied der Weißen Gilde stabil bleibt? Astanio nickt langsam. Ich werde euch bald nicht mehr mit Hauptmann ansprechen können. Ich denke, soweit ist es so, aber ich denke, das ist auch nicht euer Anliegen. Nicht wirklich, nein. Der Ausschluss aus der Gilde sollte der nächste Step sein. Dem werde ich einen Riegel vorschieben. Niemand hier kennt sich mit Gildenrecht aus im Lager.
Auch Gernot nicht. Vielleicht einer seiner Schreiber, aber die habe ich in der Tasche, wenn ich will. Wir haben etwas Großes vor hier, Herr von Jannisberg. Und ich möchte, dass das gelingt. Die Befreiung der Ostrabenmark von den schwarzen Truppen. Und das wird nicht euren Hauptmannsstatus retten. Aber es wird euer Ansehen als Magier wiederherstellen, wenn ihr dabei helft. Wer könnte besser helfen als jemand, der so lange unter dem Feind gelebt hat? Ich denke, ihr kennt die Nekromanten besser als so manch einer hier. In der Tat. Ihr habt Dinge gesehen, von denen ich nur träumen kann, denke ich. Oder nicht träumen will. In der Tat. Ich habe euch hier gesehen als gebrochener alter Mann. Wenn der Prozess kommt, möchte ich nicht, dass ihr dieser gebrochene alte Mann seid. Haben wir uns verstanden? Ich habe verstanden. Ihr werdet ein aufrechtes und starkes Mitglied der rechten Hand sein. Ihr werdet ein strahlendes Beispiel für den Orden der Weißen Gilde sein. Ihr werdet eure Akademie vertreten, solange ihr den Status nicht aberkannt bekommt. Und wie ich bereits sagte, wer ihn aberkennen will, muss an mir vorbei erst. Und durch unsere kleine Unterhaltung eben können wir einen Deal machen. Ist das in eurem Interesse? Astanio nickt. Dazu gehört auch, dass niemand von diesem Deal weiß. Astanio lächelt leicht und nickt wieder. Niemand soll der Weißen Gilde vorwerfen können, sie würde abtrünnige Magier schützen. Das wäre der Lanzenstoß in die Seite des Reiches. Seid ihr euch dessen bewusst, was ich hier auf mich nehme? Herr Magister, ich bin euch sehr dankbar dafür. Das mache ich nicht für alle. Das mache ich nicht für jeden. Das mache ich für Kollegen, von denen ich weiß, dass sie es wert sind. Ich danke euch. Glaubt mir, ich bin gut darin, zu sehen, wer was an Wert hat. Und deswegen haltet euch an eure Amazonenfreundin. Klopft ihr auf die Schulter. Und Astalio lächelt leicht. Folgt mir. Und folgt ihr auf dem Fuß. Sie schlägt die Zeltplane zur Seite, tritt dann vor Osko, Elena, vor Vestalia und vor Perdan. Wir müssen ein Tribunal zusammenstellen. Angeklagt wegen Fahnenflucht ist Astanio zu Jannisberg. Mitglied der Weißen Gilde und der Akademie Schwert und Stab zu Beilung. Nun zu Gareth. Als Magier hat er ein Sonderrecht auf eine schnelle Verhandlung und auf einen Beisitzer der Magierakademie, der Weißen Gilde. Das werde ich vorübernehmen. Er hat außerdem das Recht, einen Verteidiger zu wählen. Da habe ich schon einen. Wen? Sein Name ist Jandrik Eichblatt. Elena ist die ganze Zeit vor dem Zelt rumgetigert, hin und her gelaufen, weil sie total nervös war. Ist dann stehen geblieben.
Mir fällt dann so ein bisschen unglaublich die Kinnlade runter, als das Tanja das sagt, aber nickt dann nur. Im Tribunal werden sitzen Gernot zu Mersingen, der Markgraf, als Vorsitzender, meine Wenigkeit als Vertreter des magischen Zirkels, ein Beisitzer des Drei-Schwestern-Ordens, Urikan von Beringard als Ankläger, denke ich. Er ist der Hauptmann der Sonnenlegion. Und nun, ich denke, der Golgaritenorden wird auch vertreten sein. Vestalia nickt. Ich denke, das wird sich die Großmeisterin selbst nicht antun. Sie ist etwas, naja, mitgenommen. Und ich kann selber auch nicht teilnehmen, weil mein Vater, mein Bruder den Vorsitz hat. Aber ich denke, es wird sich jemand finden. Mein Leibwächter wird bestimmt eintreten. Spätestens der. Ein Leibwächter. Nun gut. Perdan, Bruder Perdan, ihr müsst dann noch jemanden wählen, der im Tribunal sitzt für den Drei-Schwestern-Orden. Das werde ich mit Freuden übernehmen. Magistra. Das ist schön zu hören. Ich wollte schon immer mal mit euch zusammen in einen Disput treten. Das macht mir ein bisschen Angst. Das ist gut so. Solange wie das Tribunal morgen Abend zusammentritt, ich denke, die Zeit eilt, weil wir die Truppen weiterziehen müssen, verhänge ich als oberste Magierin in diesem Heerlager den Ausgangsbann für Astanio von Jannis zu Jannisberg, dass er das Lager nicht verlassen darf. Informiert sämtliche Wachen. Sollte er versuchen zu fliehen, ist er sofort zu erstechen oder zu ertöten. Ist er sofort festzusetzen und falls er sich wehrt. Nun, ihr wisst. Das wird er allerdings nicht tun. Er hat mir sein Wort gegeben. Das heißt, er kann sich hier im Lager frei bewegen. Mit einer Ausnahme. Der schaut zu Elena rüber. Da er ein Verbrecher zu sein scheint, braucht er einen Wachmann, beziehungsweise eine Wachfrau. Und ich könnte mir niemanden ehrenvolleren vorstellen als eine Amazone. Ihr werdet im Namen Rondras dafür sorgen, dass der Gefangene keinen Unsinn anstellt. Das werde ich. Dann geht und sucht euren Verteidiger. Das Tanjo wird nach vorne gehen. Bruder Osko, es hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Auch wenn die Begegnung nur kurz war. Die Freude war ganz meinerseits. Sie zwinkert Osko vielsagend zu. Und hier verlassen wir die Rabenmark. Für heute. Alter! Geilo! Es ist intenser geworden, als ich dachte. Herrlich. Sind nicht so weit gekommen, wie ich gedacht habe, aber... Ach, war trotzdem super. Haben wir Jandrik verloren? Der guckt gerade. Oh jo, tatsächlich. Scheint eingefroren zu sein. Ein bisschen eingefroren. Schalte ich. Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, wir sind nicht Hörst ganz... Hörst du uns noch? Hörst du uns noch? Hallo, Jandrik? Ja, ich bin hier, ja. Oh, okay. Ich habe die ganze Zeit zugehört, ja. Okay. Ja, wir sind nicht ganz so weit gekommen, wie ich gedacht habe, aber es war ja ein sehr interessantes Gespräch.
Und jetzt gerade überfallen uns 25 Koalas. Ja, der Mr. Fee hat eine Horde Koalas beschworen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Herzlich willkommen. Nicht so voll. Gerade noch ein bisschen im Nachgespräch. Ja, wir werden ein bisschen mehr Zeit im Lager noch verbringen, habe ich das Gefühl. Ja, doch, ja. Ja. Es ist, und die ehrenvolle Amazone. Sehr, sehr intensiv auf eine andere Art und Weise. Keine gute Schlacht, aber es ist jetzt halt sehr viel Leute kennenlernen und sehr viel Politik, ist immer. Oh ja. Und ich bin gespannt, wie Jandrik die Nachricht aufnimmt, dass er es verteidigen soll. Das wird auf jeden Fall witzig. Ja. Oh mein. Das stand so, als ich das gehört habe, ist mir sofort in den Kopf gekommen, das musst du ihm jetzt reindrücken. Das muss jetzt sein. Wir haben mit nichts anderem gerechnet, ja. Ja, Jandrik und Mora hatten ein bisschen wenig zu tun heute, aber das wird sich sagen. Alles gut. Ihr könnt dann beim nächsten Mal auf jeden Fall müssen wir noch gucken, mit wem ihr euch einen antrinken könnt. Ich denke, der ist ja nicht der Kumpel vom Jandrik weggegangen oder steht ja draußen vor der Tür. Der ist doch. Der ist weggegangen, ja. Ja, genau. Den musste ich jetzt doch fallen lassen. Das musste jetzt doch sein. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese die Magistra aus dem Institut zu Romelis. Haben wir überhaupt nicht gemerkt. Ich habe mir überlegt, was machst du mit Astanium, wenn der so und so auftritt, irgendwie, weil die ist halt geschult da drin, Wahrheiten rauszukriegen und sowas. Es war ein sehr, sehr schönes Hin und Her. Und sie hat das ja irgendwie aus Astanio rausgekriegt, was sie wollte. Auch ohne irgendwie Magie anzuwenden oder so. Und hat vielleicht sogar Astanio ein bisschen was gezeigt, was er selbst nicht wahrhaben will, wa? Das, was Elena nicht geschafft hat, hat sie geschafft. Ja. Elena ist auch keine Magierin, ne? Elena ist auch keine Magierin. Das ist nämlich eine große Sache an der ganzen Geschichte. Ja. Tja. Ja, und vor allen Dingen keine gute Befragerin. Ja, aber er war halt, sie hat ihn halt aber auch nicht dazu gebracht, von wegen sich einzugestehen, dass er halt eigentlich so nicht hätte abhauen müssen. Das hat dieses, ne, das Ganze, dass es halt, er hat halt Befehle befolgt und Soldaten sterben. Sein großes Glück war es, dass er sofort mit offenen Karten gespielt hat. Ja. Für ihn war es eigentlich schon vorbei, also warum sollte er jetzt noch lügen? Das, wie gesagt, das hat sie ja auch gesagt. Ja. Das wäre ein leichtes für dich gewesen, den Deckmantel drüber zu machen. Ne? Ja, aber wenn er sich jetzt nach Schwert und Schild berufen hätte, wäre es recht Kopf kürzer gewesen. Dann wäre Ende gewesen. Also, und ganz ehrlich, wenn man es genau. Also, ich glaube, für Astalia war nach dem Weil jetzt das Weglaufen zu Ende. Weil jetzt ist er da. Er ist inmitten der Kaiserlichen und dann war. Der hätte da gar nicht mehr dran gedacht, doch einmal irgendwie. Weil er ist ja jetzt sozusagen zurück. Und ich finde es jetzt sehr, sehr spannend, wie sich sehr viele Machtstrukturen innerhalb eurer Gruppe auch so ein bisschen verkehren. Osko, der auf einmal irgendwie auf sehr, sehr viel Verantwortung rübergeschoben kriegt. Ja. Ja. Finde ich auch super geil. Als einziger frische Klamotten hat. Elena hat sie dann auch voll neidisch angeschaut. What the ist mit unserem kleinen Osko passiert? Der ist nun mal Pereine Osko. Da wird's ja. Der steht aber auch noch mal, ja. Da ist aber auch noch mal, also wenn das Ding vorbei ist und Asadio da, naja, mit zwei blauen Augen davonkommt, ist auch noch mal Gesprächsbedarf mit Osko. Unbedingt, ey. Zwischen euch allen ist, denke ich, noch. Also ihr hattet ja noch keine Chance, groß miteinander zu kommunizieren. Das machen wir dann, denke ich, beim nächsten Mal. Bei einem von Jandrik aufgetriebenen Wein wahrscheinlich. Oh ja. Unbedingt. Den braucht Jandrik, glaube ich, jetzt auch. Wenn der die Nachricht kriegt, dann braucht er den auch. Und Jandriks Stellung ist euch ja auch noch nicht so richtig bekannt, ne? Und das ist ja jetzt auch noch mal was ganz anderes. Der ist, Ja, und eigentlich wollte ich ja Jandrik auch mit Borondria heute zusammenbringen, aber das hat leider von der Zeit her nicht mehr gereicht. Aber das machen wir dann auch beim nächsten oder übernächsten Mal. Mal schauen. Ja. Ja.
Ja. Metalhead 5001 schreibt: wunderbares RP, wie immer von euch allen. Ja, vielen, vielen Dank. Danke. Danke. Ja. Kam mir auch so vor. Ich finde es immer als Spielleiter sehr, sehr anstrengend, wenn man so viele Namen jonglieren muss. Kenn ich. Ja. Und so viele Stellungen. Ja, aber die wichtigen Leute habt ihr jetzt, außer Gernot von Mersing, den habt ihr noch nicht. Da läuft noch ein von Mersing rum, neben der Bestalia. Aber sonst habt ihr, glaube ich, alle kennengelernt, die wichtig wären. Ja, den Anführer der Wahrung Caritter noch nicht, aber der ist jetzt auch nicht so wichtig. Und finde das auch sehr spannend, wie Jandrik sich jetzt in dem neuen Umfeld halt bewegt. Vorher war alles Feind um ihn herum, jetzt ist es halt die Vertrauten, sein Lehrmeister. Jetzt kann er loslassen. Sein Freund ist ja. Da. Ja. Und das Zwiegespräch mit seinem Freund am Anfang fand ich auch sehr, ne, das musste ja alles raus. Ne? Das, ja. Das war auch super gespielt. Mit dem Mentor. Mit dem Mentor, genau, ja. War super gespielt. Ganz großes Kino. Ja. Dankeschön. Dieser Wasservoll von Informationen, dieses rap, 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 rap. Ich hab mich da so verhaspelt, das ist. Ja. Ich dachte, das muss sein irgendwie. Er muss jetzt hier mal irgendwie. Ja. Ja, das muss ja auch von der Seele runter, ne? Also, genau, ja. Ja. Ich weiß auch nicht, ob er dafür so viel Zeit finden wird. Ja, weil es muss ja auch noch, das werdet ihr noch erfahren, es geht ja auch noch weiter wieder zurück. Ich weiß auch nicht, ob Jandrik da so begeistert von ist, wenn er wieder zurück muss in die Ostrabenmark. In Grenzen. Mal gucken, aber das wissen wir ja noch nicht. Genau. Ja, und ja. Mora, die im erste Mal im Westen unterwegs ist, ne? Mhm. Hält sich an Osten. Ganz anderes Pflaster. Ja, der weiß halt ein bisschen mehr, was da drüben so los ist, ne? Also sie. Ja. Osko ist groß geworden im Westen, ja. Ich glaube, Mora ist ja auch die Einzige, die im Osten da aufgewachsen ist und wirklich da geboren und nichts anderes kennt. Ja. So ziemlich, ja. Ja. Ja, der Gevatter 62 schreibt, ja, war wieder klasse, dankeschön, ja, ja. Washington Danke. Pete Tappanmann wünscht einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend, wir sind am Ende leider schon. Wenn ihr jetzt leider schon durch. Ja. Aber in 2 Wochen geht's weiter. Genau, in 2 Wochen, wenn alles klappt, geht es weiter. Und dann gucken wir mal, ob wir den Prozess von Astanio hinkriegen. Aber man kann auch alles schön hübsch nachschauen beim Koali auf dem YouTube-Channel. Da werden oder nachhören auf Spotify. Oder das, genau. Genau, genau. Deswegen. Ja. Oder auch auf seiner Homepage, der von der Koali, die auch frisch verlinkt ist. Ja. Also hab ich euch jetzt zu viel abgenommen, weil die Beziehung zwischen Astanio und Elena ist ja den beiden noch nicht so richtig bekannt. Auch noch nicht, also die wollen das ja, ne? Ja, es ist noch so, ne? Aber ich denke, dass diese Frau, die ähnlich wie Jandrik und Mora, vielleicht sogar noch krasser, darin geschult ist, Sachen an Leuten zu erkennen, dass die das irgendwie sofort aufschnappt. Also ja, klar. Chemie es ist ja von Astanios Seite her eigentlich ein offenes Geheimnis. Ne? Also er hat es ihr nur noch nicht gesagt. Das war jetzt sozusagen das Geständnis. Auch in einer ziemlich krassen Situation, ja. Ja, ja, nicht umsonst hat sie verlangt, dass du eben den Trank gibst, ne? Ja, 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 das war sein, okay, warum jetzt? Für Elena war das halt, Elena ist halt auch so Amazone, kann sie ja mit der konkreten Liebe, so für mich gesagt, noch nicht so wirklich einschätzen, was das jetzt ist, was sie da fühlt. Deswegen ist es sein, sie muss halt erstmal verstehen, was es dann jetzt wirklich ist. Und das kommt halt so. Im Gegensatz zu Astanio, der jetzt ja reinen Tisch macht, hat Elena noch nicht widersprochen, als man sie als ehrenhafte Amazone bezeichnet hat. Das hier ist auch nicht ihr Gericht. Also, es geht auch keinem was an. Es geht keinem was an, genau das. Ich muss ja gestehen, ich hatte so ein bisschen Angst, dass Amazonen mit dabei sind, aber es sind keine Amazonen mit dabei. Von daher. Die sind so not selten. Your business. Definitiv not your business. Ja, habe ich eigentlich meine Waffen nehmen? Meine Waffen habe ich wahrscheinlich nicht an mir, ne? Die haben sie mir abgenommen.
Da habe ich die doch nicht die behalten. Die sind wahrscheinlich im Lazarett, denke ich mal, oder? Ja, die wirst du aber deinem Hab und Gut haben, ja. Ja, wenn sie, ja gut, wenn sie, dann hat die Elena die ja definitiv dabei. Also gehabt. Der Schild ist ja kaputt. Ja, der Schild, den hat sie auch nicht mitgenommen. Der Schild ist im Wald geblieben. Ja. Was mich jetzt interessiert, ist, wenn die ganze Sache wirklich so ausdiskutiert wird und ja gut, den Hauptmannstatus, den hat er ja für sich ja schon lange abgelegt. Also das ist für ihn wirklich die kleinste Sache. Aber wie will er Magier werden ohne Magierstab? Den er also immer noch. Magierstab macht keinen Magier. Ja, stimmt. Das ist nur ein Werkzeug. Ja. Gibt's aber auch kein zweites Mal, soweit ich weiß, ne? Das ist einmal und dann nie wieder. Doch, du kannst ja halt wieder einen herstellen. Du brauchst halt dafür die nötigen Rituale, ne? Also, okay. Ja. Das ist halt, wenn du alleine irgendwo untergetaucht bist, halt nicht so einfach, das zu machen, ne? Ja. Ja. Ja, die gute, den Namen finde ich irgendwie auch so ein bisschen nichts sagen für so eine hohe abgesandte Halike Rattel. Ist halt. Also Halike, ich habe Alrike mir aufgeschrieben. Nee, Halike heißt die. Halike Rattel. Ja, das ist. Tja. Alle so von Mersingen, von Sturmfels, Ehrwald, von Ochs. Und ganz viele Fonts laufen in diesem Lager rum. Ich meine, sogar Astanio hat sein Astanio Armano zu Jannisberg, ne? Ja, und bei Jandrik ist es halt echt, Jan, der hatte sich Marot ja einmal selbst vertan mit seinem eigenen Nachnamen. Ja, der ist ein bisschen durcheinander. Aber es passt ja ganz gut irgendwie. Normalerweise sind, also du bist ja nicht geweiht worden als Golgarit, ne? Aber genau. Normalerweise mit der Weihe legen die Golgariten auch ihren Zunamen ab. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht denn gar nicht. Es sei denn, sie sind adlig. So wie die Stalia. Ja. Interessant. Weil Adel verpflichtet und so, ne? Ja. Ich bin gespannt, wie wir es in 2 Wochen machen. Ich bin sehr, sehr gehypt, auch von wie ihr da miteinander umgegangen seid und so. Ich fand das sehr. Und wie gesagt, ich eben diese Umkehrung der Verhältnisse macht mir gerade sehr viel Spaß und das ist auch der Gruppe, glaube ich, zuträglich. Ja. Nochmal die andere Seite zu sehen. Ja. Und generell ist es auch spannend, dass das, was ihr durchlebt habt, euch auch so zusammengeschweißt hat, dass ihr jetzt ja auch euch im Lager wiederfinden wollt. Also, dass Jandrik jetzt sofort wieder zu euch zurück will. Mhm. Ja. Das war absolut klar irgendwie, dass das eine Veränderung auch irgendwie ist, dass sowas nicht, spurlos vorbeigeht. Ja. Wenn man mit jemand durch die Hölle gegangen ist, dann. Und dann als allererstes auch noch zu Astalia und Elena, ne? Absolut. Ja. Welcher Geweihte bekommt ein Geweih, wenn er geweiht wird? Jetzt musst du den Witz auch auflösen, Zocknav. Ist das so ein Badumts-Witz? Ja, bestimmt. Bestimmt, ja. So viele Geweihte laufen eigentlich gar nicht rum. Also doch, die ganzen Golgariten, okay, ja. Denn die Perreine Leute, ein großer Teil der Leute aus dem Perreine. Ja, und die Sonnenlegion halt, ne? Okay. Und die Sonnenlegion. Und ein paar von Zar. Ja, den habt ihr ja nur gesehen. Also das wird auch nochmal, also wenn ihr Halike schon fies fandet, dann Prios-Geweihten sind da nochmal, also gerade die Sonnenlegion ist da auch nochmal ganz Stellen wir uns mal vor, Astalio hätte sich einem Prios-Geweihten stellen müssen. Der wird ja definitiv wahrscheinlich auch im Tribunal sitzen, ne? Oder? Ja, der wird der Ankläger sein wahrscheinlich. Stimmt, ja. Nur den das Vorsitz. Sind doch ganz lockere Typen, das wissen wir doch alle. Ja. Den Vorsitz wird als Markgraf auf jeden Fall Gernot von Mersingen machen müssen. Mhm. Das wirst du dann auch vom Grafen verurteilt am Ende, dann kann sich auch keiner mehr später einmischen und sagen, das war nicht rechtens oder so. Mhm. Mhm. Ja.
Ja, und Osko wieder ganz in seinem Element jetzt? Beziehungsweise das erste Mal in seinem Element. Das ist ja, richtig, ja. Geht so, noch. Ist schon arg ungewohnt. Vor allem mit dem Ornat, mit diesem Ehrensymbol, da hat er jetzt nicht gerechnet. Sofort. Das war... Ja, wie der Per dann schon sagte, du musst ein bisschen was aufholen, was Repräsentation angeht. Ja, gut. Okay. Da hat er aber auch recht, ey. Ja. Die werden so schnell erwachsen. Ich kann eigentlich noch mal hier die Aufnahmen beenden, die brauchen, weil das. Dich wieder ein, Daddy. Recording stopped. Guck mal. Zack. Ich erinnere mich doch, als wäre es gestern, als er noch mit dem Holzschwert sich selber gegen die Schieber gehauen hat. Zu oft. Ganz zu schweigen von dem Holzspeer. Bock. Also das Zocknaf Ziel sagt, ist so weiter hinten. Zocknaf sagt, das war eine Frage und kein Witz. Welcher Geweihte bekommt ein Geweih, wenn er geweiht wird? Zumindest könnte ich mir das bei einer Xar-Geweihten vorstellen. Was ist denn Xar? Es gibt Xar. Xar meint er wahrscheinlich, ja. Ein Holzgeweih und eine rote Nase. Har, har, also doch ein Badumts. Oh Mann. Evil sagt, war eine sehr schöne Runde, bleibt gesund. Ja, was wünschen wir dir auch. Danke, ja. Ebenso. Gut, aber bevor wir jetzt noch 2 Stunden rumquatschen, verlassen wir am besten den Stream dann mal. Ich kann ja mal schauen, das habe ich die letzten Mal auch immer vergessen, ob ich euch mal weiterschicken kann an irgendwen. Weil wenn mir heute schon hier so eine Horde Koalas beschworen ist, wurde, dann kann ich die auch direkt weiterschicken. Wenn ich jetzt auch noch... Ich möchte keinen Clip erstellen, nein. Ich hoffe, das macht ihr dann irgendwann. So, hier, Kanal Raiden. Das noch? Irgendwen? Guck mal, ich schicke euch rüber zu jemandem, der spielt GTA-RP. Das hat der Ossi auch mal gemacht. Ja, ist zumindest was mit Rollenspiel, auch wenn auf einer ganz anderen Ebene. Grüßt mal schön. Und wir sehen uns dann hoffentlich in 2 Wochen wieder. Ja. Und viel Spaß in der Zwischenzeit. Ja. Tschüss. 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 Schade. Wobei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.